Zu wunderschönen guten Morgen hier im Stream und im Sonntag. Bei uns regnet schon die ganze Zeit, wo es hell ist. Aber jetzt ist ja alles gut. Jetzt gibt's Hogwarts Legacy. Frag mich jetzt bitte nicht, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Aber das ist ja auch egal. Hallo, wunderschönen guten Morgen, Arjani. Wenn ich jetzt noch die Winke-Taste finde. Aber ich habe schon Auto gewunken. Aber ich kann auch noch mal manuell winken. Halli, hallo, hallöle. Gut, ja, Hogwarts Legacy, was soll man da jetzt noch großartig sagen, was wir noch nicht gesagt haben? Wo sind wir stehen geblieben dabei? Das frage ich mich immer wieder. Wir machen irgendwie immer bis zu 2 Stunden. Ja, notgedrungen, da anders geht's nicht am Sonntag, ne, meistens. Dementsprechend kommt da halt immer nicht wirklich viel bei rum. Vor allen Dingen so storymäßig. Irgendwie würde ich mir immer wieder wünschen, dass es gang und gäbe wäre, dass in Ladebildschirmen oder wenn man einen Spielstand lädt, dass man dann einfach nochmal kurz angezeigt bekommt, was so eben, was quasi bis dahin geschehen ist. So generell zusammengefasst. Fände ich sehr gut. Für mich persönlich und natürlich für alle anderen auch. Ja, aber dann, manchmal ist das so. Ein Doppelwinker für den Argenia sowieso. Ja, wenn ich könnte, würde ich mit beiden Armen winken. Erster für diesen Monat, jawohl, mit dem einen Corgi. Dankeschön. Vielen Dank für den Corgi. Ich stelle ihn zu den anderen. Und natürlich fütter ich die immer ganz gut. Ja, stimmt. Ach ja, habe ich noch irgendwas, was ich kurzfristig sagen wollte? Nächste Woche habe ich Spätschicht bis 20 Uhr. Das heißt, natürlich, die Streams verschieben sich. Natürlich wird es einen Sendeplan geben, sagt er jetzt und kümmert sich dann wahrscheinlich auch drum. Bis 20 Uhr heißt, wir machen unseren Montagsstream natürlich nach 20 Uhr. Und da werden wir folgendes spielen. Und zwar Koa and the 5 Pirates. Koa und die 5 Piraten. Habe ich vom Entwickler geschenkt bekommen zum Rumzeigen. Und das werden wir dann gefälligst auch machen. Und ansonsten, Donnerstag wird dann voraussichtlich wieder kürzer, denn da bin ich auch noch nicht mal im Homeoffice. Das heißt, ich muss noch nach Hause. Das heißt, es geht so ungefähr um 21 Uhr mit dem Stream hier los. Was willst du machen? Manchmal ist das so. Ja. Steckst du nicht drin. Also in der Schicht schon, aber was willst du machen? Na gut. Was willst du machen? Was ich jetzt machen will, ist auf jeden Fall hier umschalten auf den Dingen zu streamen. Lass mal auch ein bisschen Harry Potter sehen. So, und hören vor allen Dingen. Ach ja, wo ist mein Gamepad? Hier. Okay, sehr schön. Natürlich gibt es heute wieder O-Saft. Der einzige Stream der Woche, wo ich ja tatsächlich auch O-Saft trinken darf währenddessen. Weil der dann in meiner Ernährungszeit liegt. In meiner Ernährungsuhrzeit und so weiter. Arjani, wie geht's? Wie steht's? Was machst du, was tust du? Schönen Gruß an Detre, die ich heute vorhin schon mit einem Moin gelesen habe. Ja, genau. Okay, und hoffentlich gibt es bald wieder vernünftigen Kaffee. Ja, Gott sei Dank bin ich relativ autonom, was Kaffee angeht. Mit dem Luke ist zwar ganz nett, ne? Aber der eigene Kaffee, die eigene Kaffeemarke ist vor allem immer noch mal was ganz anderes. Ne? Ich weiß ja nicht, hast du eine Hausmarke? Trinkst du überhaupt regelmäßig Kaffee? Ich schätze mal einfach schon. Meine Hausmarke ist, ich sag's einfach mal so, weil ist halt so, Dahlmeier Prodomo. Hallo Hippogreif. Wisst ihr, komm da einfach mal durchgestiefelt. Und geht jetzt hoffentlich auch wieder. Ja, weg ist er. Tschüss. Okay. Die ist hier gerade aus der Tür. Jetzt schon tatsächlich. Ach gut, was heißt schon? Jetzt ist um 9 her. Zum Bogenschießen. Ich trinke keinen Kaffee, zumindest nicht regelmäßig. Okay. Und wie sieht's mit Detre aus? Darfst du da aus dem Nähkästchen plaudern? Habt ihr trotzdem generell eine Hausmarke, die ihr kauft? Wenn er den guten, der Berserker-Kaffee. Okay, das ist dieser Extrem-Kaffee, ne? Schon, das sagt ja schon alleine der Name. Führe deine Reise durch Hogwarts und die Welt der Zauberei fort. Das ist ein akkurater. Ah, hallo Dick. Das ist ein akkurater Hinweis darauf, was wir hier machen müssen. So. Von dem reinplatzenden Dick zu dem reinplatzenden Dick Ladebildschirm. Auch nicht schlecht gerade. So, Auftragsprotokoll. Ja, bitte. Neue Aufträge verfügbar. So, bitte bereite dich auf die Suche nach dem nächsten Hüter vor. Nach dem dritten, ne? Entschuldigung. Mit ganz viel gutem Kaffee. Ja, ganz viel Kaffee. Und wer will, kann da noch ein bisschen Milch oder Wasser zu seinem Kaffee nehmen. So,
Schatten der Mine trifft Sebastian beim Aussichtspunkt. Entführter Kaokohl. Ja, es sind gar nicht mehr so viele Nebenaufgaben, die nicht wirklich schrecklich optional sind. Ne? Hier sind ja manche Sachen, die wir machen müssen, um bei den Hauptaufgaben voranzukommen. Aber hier nicht mehr wirklich so. Ne? Wir hatten die Sache mit dem Dieb in der Nacht voran. Nee, Quatsch, nicht mit dem Dieb in der Nacht. Folge der Spur aus Münzen. Nee, das meinte ich nicht. Dem Mann hinter dem Mond, das hier, das wollte man machen. Warum steht hier immer noch? Achso, gib Gladwin Moon die Demigeist-Monde zurück, 0 von 9. Achso, wir haben sie zwar gefunden, aber wir haben sie noch nicht zurückgegeben. Wie viel haben wir denn da trotzdem schon? Das würde mich mal gerade interessieren. Und wie finde ich den Typen? Einfach mal, ich gehe einfach mal hin. Ich gehe einfach mal hin, ne? Wir gucken mal, gleich nachdem ich hier noch ein bisschen Malvenkraut eingesackt habe. Man kann nie genug Malvenkraut haben. Und dafür bin ich jetzt auch direkt völlig falsch gelaufen, fällt mir gerade so auf. Das steht ja hier vorne rum. So. Malvenkraut, Allraune, Diptam, Gedöns, jawoll. Wachset, sprießet, Diek, halt die Klappe. So, wir gehen jetzt einfach mal so raus. Das will ich tatsächlich nach wie vor immer noch jeden Stream ein wenig zelebrieren. Jede Gelegenheit, wo ich das Spiel spiele, einfach mal eine Runde durch Hogwarts tingeln. Ich muss dazu sagen, also vielleicht glaubt mir der ein oder andere das nicht, aber ich packe das Spiel wirklich nur im Stream an. Ja. Ich hab von vornherein überlegt, okay, ich mach zwei Durchläufe, einer für den Stream, quasi blind, der andere dann off-cam, also quasi privat und solo und so weiter und völlig ruhig und gediegen. Da hatte ich mir überlegt, ob ich das beides parallel mache. Habe ich mir aber gesagt, okay, was ist denn, wenn ich jetzt off-cam Sachen entdecke oder finde oder erfahre, die ich dann im Stream noch nicht hatte? Das finde ich dann quasi nicht mehr blind für den blinden Durchlauf. Von daher, ja, habe ich mir gesagt, okay, machst es halt nacheinander, ne? Kann man Hogwarts Legacy halt auch nochmal anpacken, wenn quasi das Stream-LP durch ist. Ja. Oh mein Gott, dafür, dass wir so lange drauf gewartet haben auf das Spiel, ja, kann man das ruhig mal so machen. Sollten jetzt einfach mal gerade auslaufen, wollte ich auf jeden Fall. Ach ja. Ich bin ja nach wie vor gespannt und werde höchstwahrscheinlich schrecklich enttäuscht sein, wenn es nicht eintritt, wenn hier nicht irgendwelche DLCs für das Spiel kommen. Oder wenn einfach gesagt wird, hey, wir die Entwickler von Hogwarts Legacy, Avalanche Software, ganz wichtig, Software, haben uns entschieden, ja, wir haben von euch genug Geld eingesackt durch Hogwarts Legacy und wir arbeiten jetzt an dem richtigen Spiel, was wir dann hinterher präsentieren würden, werden mehrere Jahre danach, ja. Und nein, es wird natürlich für Hogwarts Legacy keine DLCs geben, weil mehr Geld wollen wir für diesen ersten Versuch nicht ausgeben, ja, an Entwicklungszeit und so weiter. Es fände ich ein bisschen fad, ehrlich gesagt, ne? Ich meine, die könnten wirklich einfach mal einen schrecklich großen Patch nachliefern, der so viele Sachen hier ausbessert, beziehungsweise nachreicht, die erahnt wurden, die erhofft wurden, die erbeten wurden und werden und die auch so ein bisschen halt im Quellcode mit rausgefunden wurden. Fände ich nicht schlecht, wenn die das machen. Ich gehe schon wieder falsch. Hey, Moment, ich soll nach oben. Wo eiert denn der Hausmeister rum? Siehst du, wo wäre jetzt hier eigentlich quasi zukünftig Filch sein Büro? Also Hausmeister Filch, ne? Argus? Woher hat er denn sein Büro? Das war doch irgendwo in den Kerkern, ne? Eigentlich, oder wird irgendwo in den Kerkern gewesen sein. Oder so. Fällt mir gerade so ein. Manchmal frage ich mich das sowas. Ich lese auch gerade wieder Harry Potter die Bücher, ja? Weil ich nichts Besseres zu tun habe. Immer so ein bisschen abwechselnd mit dem Cursed Child, weil ich will zwar wissen, wie die Geschichte auch im Dingens ist, also im Buch vorhanden ist und quasi sich entwickelt, weil das Theaterstück war ja gekürzt, was ich geguckt habe, wo ich dabei war. Das Skriptformat macht mir ein bisschen zu schaffen. Hallo Homora. Persönlich. Mir fehlt da so ein bisschen der Flow. Ne? Der Flow, den man normalerweise in einer richtigen geschriebenen Geschichte hat.
Das Ganze per Regieanweisungen und Dialogtexten zu lesen, das finde ich ein bisschen... Es macht nicht so einen Spaß, ehrlich gesagt. Adelsmantel, dankeschön. Was haben wir denn hier eigentlich wieder? Also einfach wieder bloß ein Badezimmer, ne? Quatsch, ein Klo. Was haben wir denn hier für ein Klo eigentlich? Ach, okay, ein Männerklo. Na, wenigstens was. Also Männer, beziehungsweise ein Penisklo, muss man ja heutzutage dazu sagen. Ein Penisklo. Und nicht ein Männerklo. Hier hat man auch die Urinale. Ne? Das sind keine Duschecken. Nein. So, da wir hier noch nicht drin waren, gucken wir natürlich trotzdem in jedes Klo rein. Hallo, der läuft ein bisschen über. Out of order steht dann neben... Ach, guck mal. Ui, ach was. Was haben wir denn hier? Ja, aber was haben wir denn hier? Demigeist. Vor allen Dingen, was ist denn das? Warum ist denn hier ein fetter Boiler? Einfach so. Holzbrille mit goldenem Gestell. So, jetzt müssen wir natürlich trotzdem erstmal warten, bis es wieder Nacht ist. Weil ansonsten können wir den Demigeist nicht einsammeln. Oder habe ich das falsch verstanden? Warte mal. Nee, kann ich nicht nehmen. Kann ich nicht nehmen. Alles klar. Also, einmal auf die Karte. Ich will jetzt auch nicht tatsächlich jeden Stream, obwohl es mir jedes Mal wieder quasi auf der Zunge liegt, die Missstände des Spiels herunterbeten. Allein das hier mit dem Warten ist halt echt nervig. Und dass man keine Uhr hat und dass man nicht einstellen kann, bis wann man warten möchte. Also wo soll ich jetzt bitte hier schön hier dran sehen, außer an dem verdunkelten Fenster, wie spät es ist. Ja. Hör mir mit Schlongs auf. Ich habe gestern Baldur's Gate 3 angefangen und bei der Schar-Erstellung hast du auch Auswahl für die Genitalien. Lustig, aber wofür? Naja, für die Genitalien halt. Ne? Ich finde das tatsächlich gerade mal nur fair. das auch. Ich meine, eben wie es beliebt, sagen wir es mal so, ja. Die ganze Zeit wird sich immer nur über oh mein Gott, ganz viele Brüste und so weiter aufgeregt, ja. Aber naja. Und ja, natürlich, es sind sekundäre Geschlechtsmale. So ein paar rumschwingende Möpse. Aber okay. Ich meine, macht das denn spieltechnischen Unterschied? Was für eine Form von Penis du hast? Ich weiß es nicht. Also mal von der Optik natürlich abgesehen. Aber heißt das denn, oh, hallo, Herr Held, Sie haben aber einen großen Penis. Oder, oh, hallo, Held, Sie haben aber einen kleinen Penis. dann gebe ich dir meine Quest nicht. Ja, das ist die Frage, wofür, ne? Für die Optik auf jeden Fall erstmal. Ich meine, letzten Endes kann es dir vielleicht passieren bei Baldur's Gate, dass dir die Hose platzt. Ist das eine Option? Oder dass dir jemand die Hose klaut und dann stehst du ohne Hosen da. Quasi nur auf drei Beinen. Obwohl, auf drei Beinen steht sich's ja besser, ne? Ich habe da keinen wirklichen Unterschied gesehen, höchstens in der Größe des Sacks. Okay. Es gibt mehrere Penisse zur Auswahl, mehrere Genitalien zur Auswahl. Und es ändert sich nur der Sack. Okay, das ist interessant. Ein schönes Thema hier für den Stream übrigens am Sonntagmorgen. Guten Morgen. Aber naja. Dafür ist es ja nichtsdestotrotz hier ein, ne? Stream generell für Erwachsene. Also beziehungsweise ein Twitch-Channel und natürlich, hallo ihr YouTube-Nachgucker, auch ein YouTube-Channel für Erwachsene, junge Erwachsene und so weiter. Wer damit nicht klarkommt, wer als junger Erwachsener oder Erwachsener nicht damit klarkommt, dass wir über Penisse reden, ja, der ist nicht das Zielpublikum hier. Hört ja so oder so keiner zu oder liest mit, ja, ohne Mist, ne? Wir sind hier quasi unter uns. So, und ja, wir rennen auf dem Weiberklo rum. Entschuldigung, Vagina-Klo. Entschuldigung, mein Fehler. Oder nicht Penis-Klo. So, okay. Also, dann mal auf, nichtsdestotrotz, zu Mr. Moon. Würde mich sowieso interessieren, wo der rumsteht. Ob der quasi in seinem Büro ist. Und ob er auch das Büro in den Kerkern hat, ich weiß es nicht. Lassen Sie unsere Musik freuen. Hallo? Achso, die Kröte hatten wir schon. Moment. Ich bilde mir ein, dass wir diese Kröte schon hatten. Wir probieren es mal. Wo kommen wir hier raus? Moment. Ich sehe ein wenig zu wenig. Lumos. Das ist besser. Hier gibt es auf jeden Fall einen Zauberstab im Glas. Na, immerhin, hier gibt es Zauberstäbe im Glas. Achso, das ist die Tür wieder.
Hier, die habe ich letztens gesucht. Die habe ich letztens gesucht. Ich weiß gar nicht mehr wann und wieso. Aber das ist ein nettes Zimmer, muss ich sagen. Einfach so ein Themenzimmer. Hier vor allen Dingen Zauberstäbe im Pokal. Ollivander würde sich freuen. Hier müsste es... Revelio. Oh, hier macht's Bling. Ach nee, es macht Bling wegen dem Frosch. Okay, warum auch immer der immer noch Bling macht. Schade, ich hätte mir jetzt hier so eine Schriftrolle gewünscht von wegen das verschollene Zauberstabzimmer. Keine Ahnung. Von berühmte Zauberstäbe. Von berühmten Zauberstab WLAN. Achso, der steht einfach irgendwo draußen oder was? Ich glaube, der stand da aber auch schon beim letzten Mal. Hier ist auch irgendwie noch eine Truhe. Da. Aha, oh, eine Arithmantiktür. Okay, die müssen wir uns sowieso noch vornehmen. Hallo. Hallo, Mr. Moon. Hello. Ich grüße Sie. Konnten Sie noch mehr dieser Demigeist-Statuen entfernen? Ich habe tatsächlich ein paar Monde für Sie. Habe ich den jetzt mitgenommen, den Demigeist? Ich habe tatsächlich ein paar Monde für Sie. Ich kann Ihnen nicht genug danken. Habe ich den mitgenommen jetzt? Ich habe überhaupt nicht mehr darauf geachtet. Wir haben über Penisse geredet. Wenn Sie noch ein paar mehr finden können. Ich schaue mich weiter um. Ich schaue mich weiter nach Demigeist-Statuen um und bringe Ihnen mehr Monde. Ich muss Sie für Ihren außerordentlichen Mut loben. Ja. Vor allem, weil Sie nur nachts gesammelt werden können. Ja, ist ja nicht schlimm, nachts in Hogwarts rumzurennen für Schüler. Nö, wird ja nicht geahndet. Also so ist ja nicht. Ich muss jetzt tatsächlich, sorry, aber nochmal gucken. Oh, hallo, Schriftrolle. Ob ich den Demigeist jetzt mitgenommen habe. Hast du darauf geachtet, Arjani? Barufio Porträt. Aha, auf dieses Porträt ist der Zauberer Barufio abgebildet, der durch sein Gehirnelixier berühmt wurde und als Beispiel dafür dient, was passiert, wenn Beschwörungen falsch ausgesprochen werden. Einmal hat er statt einem F einen Z ausgesprochen und fand sich auf dem Boden wieder mit einem Büffel auf dem Brustkorb. Okay. Büssel. Hm? Statt einem F ein S ausgesprochen. Aha, Buffalo, Bassalo? Verstehe ich nicht. Seltsam. Na gut, der Spruch muss ja jetzt nicht mit irgendwas mit Büffel zu tun haben. Warte mal. Nee, Quatsch, wir sind ja gerade schon hochgelaufen, also müssen wir jetzt runter. Ich versuche gerade, mir in Erinnerung zu rufen, wie wir gerade gelaufen sind. Meine Schritte zum Klo zurückzuverfolgen. Ja, okay, es gab Musik, ja. Da sind wir hier auf jeden Fall richtig. So, und dann war das hier. Nee, doch nicht, hä? Das müsste hier irgendwie irgendwo gewesen sein. Hier, okay, alles klar. Moment, ja, sorry. Für meine Unfähigkeit, mir Sachen zu merken. Ich habe den mitgenommen. Okay, alles klar. Ach, bin ja so begeistert. Ja gut, gebracht hat es jetzt aber nicht wirklich viel. Haben wir ihm jetzt zumindest einige abgegeben? Und oder sehe ich irgendwo, wie viele ich jetzt schon gesammelt habe? Hier. 6 von 9. Okay, 3 brauchen wir noch. Dann bekommen wir Alohomora 2. Die große Treppe. Hier gibt's nichts. Okay. Hier gibt's 2 von 10 Demigeisen haben wir hier. In Hogwarts. Ach so, toll. Das ist natürlich super. 2 von 10 Demigeisen. Ich gucke jetzt erstmal gerade nach der Arithmantiktür beim Kollegen Moon. Damit wir die haben. Ach ja. Es ist schon ein schrecklich ablenkendes Spiel, muss man ja sagen. Und das finde ich einfach nur nett hier. Revelio. Hoch. Ach, guck mal, hey, hallo. Wer hätte das jetzt erwartet? Das war die Pulse, genau. Tada. Goldener Seidenumhang und ein Brief. Violet, wenn du herkommst, sei doch so gut und bring noch etwas Met mit, ja? Ich glaube, einer der Herren, die im Flur im dritten Stock hängen, hat noch einen zweiten Rahmen mit einem beachtlichen Vorrat. Aha, okay, Porträtgeflüster. Interessant.
Die saufen ja. Okay, hier haben wir sogar noch einen Mottenspiegel. Interessant. Das ist aber auch tatsächlich total frech, ne, dass Motten irgendwo im Schloss rumeiern, ohne dass du im ersten Moment siehst, wo der Mottenspiegel dazu ist. Lumos. Ja. Ach so, die Klotür. Ach, guck an. Eine Klotür. Wo wird denn das jetzt wohl sein? Das ist trotzdem eine gute Frage. Wo sind wir hergekommen? Von hier, ne? Also, vorhin. Zweimal. Sehe ich hier irgendwo eine Motte? Wie die Motten durch das Licht. Also hier ist eine Klotür, aber wo ist die dazugehörige Motte? Sie sind wirklich der Allerschönste. Ach, Und wenn danke ich das schön. sage, dann meine ich es auch so. Ja, danke Spiegel, ich glaube dir. Wie die Motten in das Licht, so kehrst auch du zurück. Oder so, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wie der Text geht. Und jetzt habe ich auch direkt vergessen. Hä? Wo waren die jetzt? Ach, hier, okay. So, Motte, willkommen zu Hause. Meine Güte. Er ist schon wieder extrem vertrackt hier für einen frühen Sonntagmorgen, finde ich. So, haben wir jetzt hier alles. Wir haben jetzt hier alles. Sehr schön. Bin begeistert. So, da hat es gerade wieder geflüstert, wo keine Sau weiß, was das soll. Also ich jedenfalls nicht. Mit Sau meine ich mich. So, hier ist Forschen oder Kröten, whatever. So, wie kommen wir jetzt hier hoch? Wahrscheinlich, wahrscheinlich durch die Tür. Oder auch nicht. Könnte auch woanders sein. Hallo Katze. Also nicht im Chat, sondern im Spiel. So, hier ist auf jeden Fall eine. Ich glaube, die hatten wir aber alle schon, oder? Hier hinten macht's noch Pling. Hier hinten ist auch noch ein Schloss an der Tür. Mit Schlossstufe 2. Schade. Very schade. Ja, das sind so die Sachen, die man sich eigentlich merken und oder aufschreiben müsste. Keine Ahnung, wo ich immer wieder keinen Bock zu habe. Und genauso hier mit der letzten Dachsmünze. Mit den dedalischen Schlüsseln. Wo ist dieser letzte verdammte Raum? Beziehungsweise diese letzte verdammte Schrank. Ganz schrecklich. Also, kriegen wir das mit den Arithmantiktüren noch hin? Natürlich kriegen wir das noch hin. Denn hier ist ja an der Seite der Rahmen mit den Symbolen numerisch aufgelistet. Also. Achso, Quatsch. So enthüllen, ja. Wir haben eine 8 für eine achtbeinige Spinne und eine 5. Da kommen wir auf immer noch 13, also brauchen wir eine 0. Und die 0 ist der Demigeist. Okay. Die 0 ist der Demigeist. Na dann. Dankeschön. So, und hier unten haben wir ein Zweigehörnten, das ist also die 2 und eine 3. Da haben wir 5. Wir brauchen eine 14, also brauchen wir eine 9. Und die 9 ist ja die neunköpfige Hydra. Die neunköpfige Dedre. Oder, nee, wie war das? Schon vergessen, wie wir das letzte Woche hatten. So. Alles klar, klappt auf jeden Fall. Okay. Ist ja einfach mal so ein Raum, weißt du? Einfach nur so ein Stück Dachgeschoss hier drinnen. Manchmal frage ich mich, ob das Außen mit innen wirklich übereinstimmt. Sammlung aktualisiert gerahmte Porträts. Einfach mal hinten dran, ne? Haben wir mehrere eingesammelt anscheinend. Hier haben wir robuste Duellierhandschuhe, die aber leider schlechter sind. Schön. Und wir sind hier tatsächlich oben drüber über dem Flur. Muss ich selber mal gerade gucken. Über irgendeinem Flur sind wir da gerade. Nice. Okay, wird schon irgendwie irgendwo hinhauen, aber stellenweise echt verwinkelt das Ganze hier. Wer hätte das erwartet? So, warte mal. Ja, siehst du, von hier kann man es nämlich gar nicht sehen, wo das drüber ist. Das ist so krass. Ich meine, also wirklich alleine fürs Level-Design, fürs Map-Design, muss man hier den Hut ziehen. Da liegt noch Glumpe drin, aber da kommen wir bestimmt noch nicht rein, ne?
Nee, auch Schloss Stufe 2. Mensch. Gut. Dann haben wir das hier. Sehe ich zumindest keinen Demigeist mehr. Ich meine, er leuchtet ja blau mit Revelio und ist so eine Art Klumpenform, ne? Also man müsste ihn schon relativ gut sehen, mal davon abgesehen, dass man nah dran sein muss. Und unser Protagonist kann ja auch nicht die Klappe halten. Wenn wir in der Nähe sind, selbst wenn der Demigeist hinter der nächsten Wand ist. Oh mein Gott, der Demigeist. Passage der einäugigen Hexe, das geht zum Honigtopf. Revelio. Hier macht es auch noch irgendwie Pling. Ach, guck mal, hier drüben, siehst du. Wenn wir schon dabei sind, wenn wir sie einfach schon sehen, was ist denn das da unten? Ich habe keine Ahnung, was das da unten ist. Könnte es ein Demigeist sein? Nee, es ist irgendwie dreieckig. Achso, das gehört hier dazu wahrscheinlich, ne? Was haben wir denn da? Eine 4 und eine 2. Dann brauchen wir wieder mal eine 0. Es dürfte dann der Demigeist sein. So. Und wir haben eine 5 und eine 1. Das sind wir bei 6 und brauchen eine 11. Also brauchen wir eine 5. Ja. Bin mir fast sicher. 5. Und das ist das fünfbeinige Wunder da. Wie kommen wir jetzt an den Dingens ran? Warte mal, ich bin gleich wieder da. Ich muss eine Etage niedriger. Hallo. Ups, weg ist er. Eine 5. Den da. So. Okay. Geht's? Hier muss ich gleich nochmal gucken, wo es hier hingeht. Das sieht mir so nach der Hufflepuff-Treppe aus. Man kann schon nicht sagen, dass hier irgendwie alles gleich aussieht. Das finde ich tatsächlich auch sehr bemerkenswert. So viele verschiedene Sorten von Treppen und was weiß ich, Bögen und keine Ahnung, Drachenaugenbrille mit goldenem Gestell. Finde ich nett. Sammlung Landschaftsgemälde. Okay, ganz viele Kessel. Ich meine, das ist so die Props, ne? Die Props werden relativ häufig verwendet, aber was willst du machen? Mich würde mal echt interessieren, wie viele Kessel stehen in Hogwarts rum? Also wie viele Kesselmodelle? Oder wie viele Besen? Es ist schon, das ist tatsächlich schon ein bisschen lächerlich. So, wo war ich hier jetzt eigentlich? Das regt mich tatsächlich auch ein bisschen auf. Wir haben das Flohpulver-Dingens da unten und müssten eigentlich davon ausgehen können, wir haben es aktiviert und jetzt blinkt das nicht mehr. Ja? Ist es das Flohpulver-Porträt da unten, was jetzt hier das Blink verursacht oder übersehe ich schlicht einfach was? Da drüben ist noch eins davon. Ihr merkt schon, ich bin heute so ein bisschen einfach auf Wanderschaft im Schloss. Muss auch mal sein. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir das heute machen. Aber manchmal ist er irgendwie so danach. Einfach nur so ein bisschen seine eigene Sammelwut. Oder seine Sammelgier zu befriedigen. Es macht hier viel zu viel überall Pling. So, was haben wir hier noch? Eine große Tür. Wieder ein Arithmantik-Ding, warum auch nicht? Und da steht auch noch natürlich Gelumpe drinne. Und hier flüstert es auch schon wieder. Sag mal, Ajani, jetzt mal ohne Mist. Weißt du das, warum das manchmal irgendwie irgendwo immer so flüstert und dann aber auch aufhört? Eins und Spinne sind wir bei 9, brauchen eine 13, wäre eine 4. Und die 4 ist hier immer noch die, was weiß ich, Eulekauz, keine Ahnung. Eulekauz, wo ist denn hier? Ah, da drüben. Ach, da war es doch, scheiße. Warte, haben wir gleich. Da ist die Eule. So. Wunderschönen guten Morgen, Dizzy. Wunderschönen guten Morgen, Katze. Liest keiner mit? Ja, Ajani. Nicht wirklich. Ich habe Detre zwar mal zugeschaut bei Hogwarts Legacy, aber ich hatte da nicht drauf geachtet. Ja, dann jetzt tatsächlich, also guten Morgen an die Nachzügler hier soweit. Ich hoffe, ihr habt gut gepennt. Wenn überhaupt und seid gut in den Sonntag reingekommen, habt eine schöne Woche bisher gehabt und so weiter und so fort. Und wisst ihr eventuell bei Hogwarts Legacy, warum das hier an manchen Stellen so geheimnisvoll flüstert? Hat das eine Bewandtnis oder ist das einfach nur Ambiente? Weil wenn das einfach nur Ambiente ist, dann finde ich es überflüssig. So, also wir haben eine Eule, eine 4,
Jetzt brauchen wir bloß noch eine Hydra. Quatsch, schon wieder eine Hydra. Halt. Eine dreiköpfige diesmal und eine 13. Da sind wir ja immer noch bei 16. Brauchen eine 21. Das heißt, wir brauchen eine 5. Ja, also wieder 5 Beine. Da. Jo. Das muss Nagini sein. Nagini gibt's noch gar nicht. Und warum muss das Nagini sein? Das Flüstern fand ich immer creepy, habe aber keine Ahnung, ob das was Besonderes war. Ja, nicht? Ist es jetzt mal ohne Mist? Verstehe ich nicht. Düsteres Gewand. Oh, das sieht aber nicht düster aus. Das sieht sehr nach Abendbekleidung aus. Und wir haben eine Hexenpuppe. Na, Gott sei Dank. Einfach mal eine Hexenpuppe. Na, die hat doch auch zu Harry geflüstert. Er ist ja Parcel einfach nur. Also die Schlangensprache. Ja. Und die hat nicht... Hat die zu Harry mal geflüstert? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall hat sie geparselt. Ja, das ist halt das Ding, ne? Es hört sich entweder so nach Geparsel an, ja? Obwohl es dafür tatsächlich zu eintönig ist, finde ich. Und nicht dieses... Ja? Sondern, Es ist tatsächlich auch die Geräuschkulisse, die ist halt, wenn du in so eine Nähe in der Nähe von so Punkten der Macht, der alten Magie bist, ne? Deswegen wundert mich das ein bisschen. Was wollten wir jetzt? Achso, wir wollten nicht bei Aufträge reingucken, wir wollten gucken, also ich wollte gucken, was wir jetzt alles Schönes und Feines wieder gesammelt haben hier. Haben wir bessere Handschützer? Haben wir nicht. Okay, das ist auch nicht schlecht. So haben wir eine schönere Brille. Eventuell. Nein, haben wir nicht. Okay, aber wir tauschen die trotzdem gleich erstmal aus. Denn ich möchte wieder meine strahlenden Augen sehen. Nee, also nicht die, sondern die echten. Wir hatten diese lustige Halbmondbrille, ne? War das die? Nee, die ist zu halbmündig. Die war es, glaube ich, hier. Die fand ich tatsächlich sehr schick, ne? Man guckt sofort viel gebildeter aus, der Wäsche. So, was haben wir noch? Mantel. Nicht zu verwechseln mit Mattel. Das ist ein geschütztes Warenzeichen. So, und hier, genau, das da. Ist leider auch schlechter, das düstere Gewand. Aber wir werden gleich mal gucken, wie es aussieht. Erstmal, den Mantel finde ich trotzdem auch richtig obergeil. Ach ja. Haben wir hier irgendwie was Neues bekommen? Ich glaube, der ist neu. Schön lila. Finde ich toll. Und ansonsten, ich gucke ja immer mal nach Sachen, wo keine Kapuze dran ist. Weil ich die einfach netter finde. Auch der ist aber auch sehr leger. Der Mantel, den finde ich nett. Finde ich sogar noch ein bisschen netter als wie den hier. Der ist cool. Den würde ich auch in echt tragen. Tatsächlich. Vielleicht nicht unbedingt in der Farbe. Aber den würde ich auch in echt tragen. Der sieht vor allen Dingen sehr bequem aus. Nice. Ne? Und so lederig. Wahrscheinlich kunstlederig hoffentlich. Ne? Dementsprechend auch sehr windabweisend. Also auch noch praktisch. Ne, den hatten wir. Hatten wir den vorher? Ach Gott, jetzt muss ich gerade selber überlegen, was ich gerade anhatte. Der ist auch nicht schlecht. Der sieht aber auch sehr protzig aus, finde ich, mit den Handgelenk-Dingsbums da. Mit den Überschlägen. Aber nein, achso, halt, stopp, ich wollte mal gerade einmal den Mantel aus und einmal den lilanen an, beziehungsweise den düsteren. Wo ist er denn jetzt? Wo ist denn unser düsteres Ensemble jetzt, das angeblich düstere? Hä? Moment, ich finde hier nichts Düsteres. Das war's ja nicht, ne? Rabenschwarzes? Hä? Der will mich veralbern, jetzt finde ich es nicht mehr. Muss ich mir gleich nochmal angucken. Hä? Okay, lila Hose. Sollen wir gleich mal so gucken. Okay, schwarz gestreift. Okay. Seltsam. Schwarz gestreift. Ach hier. Tatsächlich völlig übersehen. Du musst doch nur an dir runterschauen, dann weißt du, was du anhast. Ja, nee, die Jacke, die ich vorher anhatte, meine ich. Die hatte ich jetzt tatsächlich gerade nicht mehr im Kopf gehabt. So, das geht eigentlich auch ganz gut klar, finde ich. Aber der andere passt jetzt irgendwie gerade mehr zum Mut. Wenn ich ihn jetzt wieder finde.
Das war das mit den vielen Schnallen vorne, ne? Der jedenfalls nicht. Lästig. Ich hätte gerne Slots. Slots mit, hier ist es. Ich hätte gerne Slots mit Klamotten. Also Klamottensets. Aber sowas geht natürlich wieder nicht. So, was hatte ich hier? Den hatte ich. So, alles klar. Der ist schön. Na gut. Ja, Slots mit Klamotten. So, es ist Nacht. Warum rennst du nur hier rum? Ist nicht mal Nacht. Habe ich durchgemacht. Okay. Rebellion. So, hier macht es immer noch Bling. Warum macht es hier immer noch Bling? Und es hört sich so an, als wäre es ganz schrecklich in der Nähe. Und na, jetzt weiß ich wieder nicht, ob das das Flohpulver-Dingens ist da drüben. Aber es hört sich sehr nah an. Es hört sich schrecklich nah an. Ich weiß halt bloß nicht wo. Sehe nichts. Ich, angeblich kommt es von hier. Manchmal, sehr lästig. Kling, ich glaube, wir kommen näher. Eventuell kommen wir näher. Das Ding will mich verarschen. Da oben ist irgendwas ganz schrecklich weit weg. Seht ihr das? Entweder weit weg oder sehr klein. Könnte ein Stapel Kleingeld sein. Okay. Okay. Ah, alles klar. Was haben wir denn hier? Türklopfer von Ravenclaw. Aha. Auch guck an. Um in den Ravenclaw-Gemeinschaftsraum zu gelangen, muss man mit Hilfe von Logikverstand ein recht esoterisches Rätsel lösen, das der Türklopfer in Adlerform stellt. Ja. Das finde ich jetzt gerade ein bisschen unfair, dass mir nicht ein Rätsel gestellt werden kann. Woher will denn der Türklopfer jetzt wissen, ob ich generell nicht einfach Ravenclaw bin? Ja gut, mal vom Hufflepuff-Schal jetzt abgesehen. Aber ich möchte jetzt auch gerne ein Rätsel lösen. Hallo. Ich würde gerne ein Rätsel lösen. Aber ist schön, hier oben sind wir nämlich noch nicht gewesen. Vorher und trotzdem macht sie noch Bling. Ich meine, in den Gemeinschaftsräumen dürften die Demigeiser ja zum Beispiel nicht sein. Das wäre ein bisschen sehr frech. Um das mal zu nennen. Genauso wie die Münzdinger, ne? Wenn mir das auf den Sack geht, wenn es hier irgendwo Pling macht und ich weiß nicht woher. Nichts gegen Sachen, wo ich noch nicht rankomme, weil da irgendwie was fehlt. Rebellion. Und jetzt wird es leiser, das Pling. Wenn ich Ravenclaw wäre, würde nie in den Schlafsaal kommen. Deswegen bin ich Hufflepuff. Ja, genau. Genau. Aber hast du dir auch die Reihenfolge des Klopfens gemerkt? Das kommt ja noch dazu. Muss ja wissen, in welchem rhythmischen Ballet du da die Fässer abklopfst. Oder war es verschiedene Fässer? Ich weiß es gar nicht mehr. Wisst ihr, ich würde auch nicht mehr reinkommen. Das geht gerade auch so. Ja. Komm doch mal nachts, so heißt es, so um drei, außer aus dem Pub, ja, und versucht da ordentlich einen zu klopfen. Das ist ja, ne? Rebellion. Ich weiß nicht, was das gerade war, was da Pling gemacht hat, aber anscheinend werden wir es auch nicht mehr rausfinden. Hier macht nichts Pling. Hier ist definitiv nichts. Das ist gut so. Okay. So, dann wollen wir doch mal gucken. Was macht man jetzt? Also, ein wenig durch die Burg gestratzt. Dann kann man auch mal wieder ein wenig Aufgaben machen. Wollen wir doch mal gucken. Wir treffen uns mal mit Sebastian beim Aussichtspunkt. Sehen die denn nicht wunderschön? Guten Morgen. So, triff dich mit Sebastian. Na dann, einmal hin. Ich liebe es, hier zu Fuß unterwegs zu sein. Ich finde das gar nicht so doof, dass die Burg so groß ist. Ich finde das manchmal sehr schön, einfach nur durch die Gegend zu eiern. Aber liegt wahrscheinlich daran, dass ich nicht so Stunde um Stunde um Stunde um Stunde am Stück spiele. Mut. Zaubertränke war neulich schrecklich.
Guck mal, Erstklässler oder so. Die erkennt man an den Mützen, ne? Glaube ich. Erstklässler erkennt man, glaube ich, an den Zipfelmützen. Habe ich da recht? Wie geht's dem Röchel? Ach so, stimmt. Ja, genau. City, wie geht's dem Hals? Keine Stimme. Brauchst du ja gerade nicht. Keine Stimme, aber dann schön Tierchen. Wie kam's denn? Hast du dich verzogen? Los, gebt's euch. Ich sehe es doch so gerne. Jawohl. Gib's ihm. Gib's ihm. Auf die Nuss. Auf die Klöten. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Oh, ist ja gerade so rechtzeitig aus dem Weg gesprungen. Sehr schön. Herrlich. Sehr gut, sehr gut. Heute also keine Kunden anpöbeln. Nee, heute gibt's direkt Arschtritte. Kein Pling. Weißt du, hier sind jetzt wieder so viele Sachen. Aber ich höre keinen Pling. Jetzt höre ich einen Pling. Und hier, was haben wir hier? Schlossstufe 1. Das ist super. Hallo, Romora. Das sieht doch gewinnbringend aus. Lass ich mich schon wieder ablenken? Ja. Macht wieder was aus? Nö. Kein Stück. Der Baldur's Gate 3 würde mich tatsächlich auch reizen, aber aktuell kein Stück Zeit für. So, Piefs. Hallihallo, Hallöle. Ja, mach mal. Was sieht die Piefs? Spinner. Steht da einfach im Weg. Warum kann man durch ihn nicht durchrennen? Das fand ich gerade ein bisschen seltsam. Ich kann dann einfach immer so unangenehm räuspern müssen und dann hat sich das exponentiell verschlimmert. Ja. Lass dir doch einen Sprachcomputer geben, dann kannst du die Beleidigung reinschreiben und dann pöbelt der die Kunden für dich an. Genau, selbst die Beleidigungen sollen ja heutzutage sehr natürlich klingen. Rebellion. Müssen wir mal machen. Gibt es einen Sprachcomputer, der Sächsisch spricht und dann so, du Arschkrabbe, du. Herr Basket 3 ist echt langwierig. Kumpel streamt das privat für Mika und mich und wir haben es auf dem TV an. Okay, und wie lange schon? Wie lange schon ist dann hier die Frage? Hallo Troll. Troll dich. Was haben wir denn hier? Eine 12 und eine 8. Da sind wir bei 20. Brauchen eine 22, also eine 2. Also ein 2 hörnigen Dingsbums. Da ist der 2-hörnige Dingsbums. Und dann haben wir hier, ach so, dieses komische Sackgesicht, was die 7 sein soll, die stylische, ja, ja. eine 7 und eine 1, da sind wir bei der 8, dann brauchen wir eine 9, dann brauchen wir eine 1, dann brauchen wir noch ein Einhorn. Jetzt brauchen wir vor allen Dingen erstmal den Schalter. Einhorn, danke. Ein Einshorn. So. Das Gefühl, da kommt immer 0 weiter. 2 Tage, jeden Tag so 4-5 Stunden. Ja, nee, es ist halt wirklich bei manchen Spielen so. Du hast da einfach. Ich weiß nicht, das ist so zeitziehenmäßig seltsam. So viel Kleingekrümel, was man da machen kann. Ich möbel kann, ich bin lieb. Nö. Gorgonenporträt. Aha. Ein Ölgemälde, das eine wunderschöne Gorgone. Aha. Und ihrem Verehrer zeigt der Weise die Augen abwendet. Aha, während er sie beugt, um ihre Hand zu küssen. Es heißt, dass der Künstler dieses Werks bei der Übergabe versehentlich auf sein Motiv startet und jetzt für immer als Skulptur in einem Garten in Griechenland steht. Ah ja. Gorgonen. Ich dachte, das waren die Medusen. Jay löst das Rätsel. Ich habe ewig an den Dingern gedreht, bis die Tür aufging. Ja, jetzt, wo man die Lösung weiß, also beziehungsweise den Lösungsweg weiß, danke, Cindy, nochmal. Schwarz karierter Langmantel. Hier siehst du, hier sind ganz viele Sachen, die aus Stein sind. Um das Gorgonenporträt rum. Das ist auch cool. Also hier gibt es immer so Themenzimmer, ne? Sammlung aktualisiert Totems. Hier gibt es immer so Themenzimmer. Wir hatten das Zauberstabzimmer. Wir haben ein anscheinend, da oben ist sie, Gorgonenzimmer. Sogar die Rüstung ist versteinert. Guck mal, hier versteinerte, was ist denn das, eine Wühlratte? Eine Wühlmaus? Ein Oompa Loompa? Nee, Oompa Loompa definitiv nicht. Hier ist auch was Verhülltes. Wahrscheinlich auch Stein trotzdem. Hm. Gorgonen und Medusen sind im Grunde dasselbe. Medusa soll halt etwas wie die Königin der Gorgonen sein. Aha. Medusonen, nee, Gorgusa quasi. Gorgusa hört sich gar nicht mal so unübel an. Hier unten stehen auch ein paar Katzen rum. Und hier hinten hat es auch schon wieder geflüstert. Mensch, hier flüstert es auch immer noch.
Da haben wir noch eine Truhe. Da unten ist ganz weit weg noch ein Schloss. Aber ansonsten gibt es hier nichts. Okay, alles klar. Medusinen. Aha. Medussen. So, wir gehen auch schon wieder völlig falsch. Fällt mir gerade so auf. Aber ich kann es halt immer nicht lassen. Was haben wir denn da? Hier haben wir noch einen Mottenspiegel. Leck mich doch. Was hier alles noch? Ich weiß ja, ich versuch's ja, eine Aufgabe zu machen. Aber irgendwie kommen ja immer noch so Nachzügel an Sammelrätseln dazwischen. Ah ja, guck mal, hier ist ja die Trollvitrine. Das kann ja nur in dieser Richtung sein. Die Trollvitrine da. Da sollte hier irgendwo eine Motte sein. Könnte auch diese Troll... Da oben ist eine Motte. Kommen Sie bitte mit, Mrs. Motte oder Mr. Motte. Dr. Motto. Bin ich dran vorbeigelaufen? Ich bin dran vorbeigelaufen. So, Dankeschön. Yep, sehr schön. Ach, meine Güte. Hier ist noch ein Schloss. Leck mich. Das ist viel zu viel. Oh, Schlossstufe 2. Na Gott sei Dank. Aber hier haben wir noch ein Defundo. Den meine ich ja. Depulso, mein Fehler. Ja. Alter Wand, lass das. Sonst kotze ich dich voll. Das ist Depulso-Rätselraum 1. Ja, warum eigentlich nicht? Gestern viel gelabert mit vielen Omis. Was? Aber glaub nicht, dass das dahinter, dass das daher kommt, okay? Außer es war sehr windig. Während der Omis. Oder so, was weiß ich. Ist ja einfach mal wieder so ein Depulso-Rätselraum hier. Oh mein Gott. Ich mache hier gleich die Frecke, Alter. Geht der Raum auf. Was ist das? Ein Schal für 250 Euro verkauft. Okay, ja. Ist okay, Mrs. Lagerfeld. oder Cine Versace oder sowas. Nee, Depulso, was? Wie, was mit den Depulsos? Mögest du diese Rätselräume auch so sehr wie ich? Ich nehme an. Ich finde das eigentlich mal ganz nett. So, mit eurer Hilfe kann das ja gar nicht schief gehen hier. Ich will mal gerade umgucken hier. Da ist eine Truhe, die optionale. Da ist noch eine Truhe, eine optionale. Die sind ganz viele Truhen. Okay. Burberry war es. Achso. Okay. Ich kann mich ein bisschen sinnen, dass wir, als wir damals in Paris waren, war da ein, was war es, Versace oder Louis Vuitton? Oder so. Ich glaube, es war Versace. Ein Laden und dann war da auch so ein Schal im Fenster und dann haben wir den gegoogelt und das kam dann irgendwie auch raus. So 600, 700 Euro Schal. Kann man mal machen. Ja, und stell dir vor, dann wäschst du den bei 40 Grad und dann geht er ein. Was ist? Also jetzt mal ohne Scheiß, sind so eine Schälase wirklich bloß wegen dem Namen so teuer oder liegt es an dem Material? Ist das irgendwie beständiger? Hat man irgendeinen Mehrwert davon? Also das würde mich tatsächlich mal interessieren bei so Dingern. Auch noch nicht gecheckt, dass man auf den Dingern stehen kann, sind Windeln teuer, Baby wird sofort aufs Klo gesetzt. Ja, ne? Einfach den Pott an den Hintern schnallen und gut ist. Da kann er auch immer schön sitzen. Der Baby. So, was wollte ich jetzt? Irgendwas mit Rätsel lösen. Wir sind entschieden zu viele von diesen Steinchen. Ehrlich gesagt. Warte mal. Kommen Sie mal bitte her. Danke. So. Bringt das was? Ich habe gerade geguckt, hat aber auch nicht gecheckt, dass man auf den Dingern stehen kann und sich quasi ranziehen kann. Sich quasi ranziehen kann. An was? An was kann man sich... Oh, Entschuldigung. An was kann man sich ranziehen? Name, das muss das ja meist copyrighted, also Alleinstellungsmerkmal und dann halt Material. Der gestern war 80% Kaschmir und 20% Seide und dann halt 10 bis 20 Jahre alt. Ach du Scheiße. Okay, bist du sicher, dass ihr nicht übers Ohr gehauen wurdet mit 250 Euro Verkaufspreis? Achso, hier die Dinger. Ah nee, das ist das Reset-Dingens, ne? Stimmt, so war das ja. Ach du Kacke, warte mal.
Also wir können die ja nicht in der Höhe ändern, die Würfelse. Das heißt, wir müssen uns eine Würfeltreppe bauen. Dann war der hier drüben wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht da drüben. Wie komme ich ja überhaupt erstmal runter? Das ist jetzt natürlich auch noch so eine Sache. Dazu muss ich jetzt natürlich erstmal diesen Stein da ranholen. Nehme ich mal an. Kommen Sie, schauen Sie. So, Dankeschön. Ey, ja, fall du runter da. Passt schon. So, und jetzt ist er natürlich nicht mehr da, wo er hin soll. Wir brauchen... Wir haben ganz viele Steine auf unterster Ebene, aber tatsächlich nur zwei... einen auf der zweiten und einen auf der dritten Ebene. Interessant. Ich glaube, mehr sein können, denn den gab es zuletzt neu bei Habits für 450. Das kann ich immer nachgucken. Ah ja. Ist okay, ich habe einfach einen Einkauf 3 Euro bezahlt. Alter! Diese Prozentzahl an Gewinnmarge ist schon interessant. Warte mal, das heißt, dich kriegen wir... Wenn ich dich jetzt rüberziehe, dann bist du da zumindest schon mal dorten. Wenn wir jetzt hier den zweiten hinkriegen würden oder hier den zweiten hinkriegen würden, wäre das schon mal eine ansatzweise Treppe. Das Problem wird dann sein, den dritten hinzubekommen, den da. Den müsste ich dann hier gegen klatschen. Das wäre nicht von dort möglich. Oder hängen die beiden zusammen? Die beiden hängen zusammen. Das macht es natürlich noch ein bisschen einfacher. So ein ganz kleines bisschen kriege ich erstmal hier rüber. Okay, das Problem ist, ich darf den jetzt nicht da runter dingsen. Das heißt, eigentlich müsste ich eventuell schon von hier nach da oben kommen. Das geht? Okay, alles klar. Okay, das ist nicht so schlimm, wie ich dachte. Ich habe Einkauf 3 Euro, hältst den Baby so in der Luft über die Schüssel und dann musst du zielen. Genau so wird das gemacht. Halbmondbrille mit silbernem Gestell. Okay, hier ist eine unendliche Schlucht. Mindestens. So, da... Oh Gott, hier brauchen wir... Ich muss mal 4 hochkommen. Das heißt, der Dreier muss hier irgendwo andocken. Okay. Aha. Wir könnten ihn auch hier gegen klatschen, wenn wir ihn darüber bekommen. Ich werde erstmal resetten. So. Das macht es dann, glaube ich, vielleicht ein bisschen einfacher, wenn man immer von einem bestimmten Ausgangspunkt ausgeht. Wie kommen wir denn da drüben ran? Das wird auch noch sehr interessant. Warum hat der jetzt gerade so geglitzert? Guck mal, von Weitem glitzert der so arg. Und jedes Mal, wenn ich drauf ziele, hört er auf zu glitzern. Jetzt glitzert er nicht mehr, hä? Jetzt glitzert er generell nicht mehr. Das ist seltsam. Du kannst ja auch die Mehrfachwindeln besorgen. Mehrfachwindeln. Okay. Ich meine, ja gut, stimmt, ne? Die man einfach kocht, dann letzten Endes, um die wieder sauber zu kriegen. Stimmt. Also wäre halt auch eine Sache. Ist aber halt ständig auch am Windeln kochen. Wundert mich, warum wird das halt nicht mehr gemacht? Oder liegt das einfach daran, dass diese Mehrfachwindeln halt einfach echt nicht saugfähig sind und was weiß ich, ne? Also ich meine, die Einmalwindeln sind halt auch so saugfähiger an sich, das heißt, und verschmiert das Ganze wahrscheinlich, ich habe gerade absolut keine Ahnung. Bisschen eklig, die zu waschen. Ja, sag ich ja, ne? Stinkt die ganze Bude nach Baby. Nach BBAA. wir nehmen uns, glaube ich, trotzdem erstmal das davor. Jetzt muss ich bloß mal gerade gucken, wie wir da rankommen. Also den Zweier zu bauen ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Wie sieht es denn hier aus, wenn ich den hier hinter klatsche? Okay, ich meine... Das Problem ist, wenn wir die gar nicht übereinander stapeln wollen, sondern den da halt einfach hier hinhaben wollen. Auf welcher Höhe ist er hier eigentlich? Ach hier. Ja, das dachte ich mir, okay.
bekommen wir dich hier rüber. Und dann eventuell sogar hier rüber. Das wird vielleicht ein Fehler sein, aber man muss es ja mal testen. So, jetzt sind wir schon auf der fast obersten Ebene. Müssen wir noch den darüber bekommen. Es dürfte ja so ziemlich das Gleiche werden. Aber wir dürfen das jetzt nicht hier direkt drauf stapeln. Weil dann haben wir hier zwei Atome und kommen da nicht hoch. Kein Freund von Mehrfachwindeln. Okay? Ich bin kein Freund von BBAA-Gestank. Wie ich schon sagte, du hast halt alles, was dein Nachwuchs da reinmacht, vor dir und musst das halt rauswaschen, während du bei den Wettwerfdingern das einfach in eine Tonne klopfst und weg damit. Ja, viele zu faul für die Mehrwert. Zu faul und zu angewidert von der Kacke. Kann ich mir schon denken. Zumindest Anfang. BBKK. Ja. Auch wieder ein schönes Thema. Weißt du, vorhin haben wir so schön mit Ajani über die Penisse bei Baldur's Gate 3 geredet. Jetzt sind wir bei Babykacke. Das ist ich heute wieder ein sehr, sehr angenehmer Stream, muss ich sagen. Jetzt krieg ich den nicht wieder runter. Nee, au, jetzt bewegen wir das ganze Ding ins. Okay. Ah, das bedeutet aber. Pass mal auf, wenn ich den jetzt dahinter in die Ecke klatsche und dann das Ding wieder ranhaule, dann steht das eins weiter vorne und verbaut uns nicht die Treppe. Jawohl, siehst du, bin ich wirklich gar nicht so doof, wie ich aussehe. Dauert nur ein bisschen. Wir haben ein Baby im Haus, oben, denn der Restmüll ist auch echt immer urstvoll, dass die hier wohnen. Achso. Ja, das mit der Entsorgung. Ich weiß ja nicht. Ist so eine Babywindel Biomüll oder Restmüll? Oder muss man den Biomüll aus dem Restmüll da rauskratzen? Ich weiß es nicht. Das sind so die Fragen, die sich natürlich keine werdende Mutter stellt erstmal, ne? Restmüll. Ah ja, Sondermüll. Drachenaugenbrille mit goldenem Gestell. Huch. Oh. Dankeschön. Hat keiner nachgefragt, aber dankeschön. Achso, ja gut, irgendwie muss ich hier runterkommen. Das wäre. Warum? Jetzt mal ohne Mist. Ja gut, okay. Ich meine, warum kann ich hier keinen Besen benutzen? Ich weiß, ja, das würde das Rätsel natürlich völlig versauen. Ja. Aber so ganz im Generellen. Wer legt denn fest, dass ich hier nicht fliegen darf? Das muss doch quasi mein Charakter für sich selbst festlegen. Nö, ich will mir das Rätsel nicht versauen. Ich will ja ein Rätsel lösen hier und nicht einfach bescheißen. So, das könnte man ja eigentlich quasi schon fast so lassen, ne? Obwohl, also wir die Treppe sieht soweit ganz geil aus. Wir müssten die halt bloß darüber kriegen. Dann könnte man die hier schon direkt da ranlegen. Aha. Was ist denn, wenn ich dich jetzt... Jetzt zieht er den ganzen Blödsinn rüber, ja, ist okay. Aber dann kann ich ja jetzt, wenn ich dich jetzt hier rüberhole und dich jetzt noch da hinten rantue... Also erstmal muss ich wieder runter, Moment. Das war fast unschön. Ich war dann einmal Nazi oben und habe eine Zelle gemacht, dass bitte Müll getrennt werden muss. Haben so andere Spezialisten hier, die nichts, wirklich gar nichts in den Bio haben. Aha, weil die alles gebündelt in den Restmüll. Also so eine haben wir auch. Da liegt doch manchmal ein Staubsauger im Biomüll. Und so, also ja, alles Arschlöcher. Okay. Habe ich dich... Ach scheiße, jetzt kriege ich dich nicht mehr... Ach doch, halt, stopp. So. Ach nee, geht ja auch wieder nicht. Ich krieg den ja gar nicht hier rüber, wenn die jetzt hier andocken tun. Ach Mist, ich wollte den jetzt einfach bloß mit einem weiteren Stein dahinter quasi auf die Höhe bekommen, aber ich bekomme den ja nicht hier lang geakiot, wenn hier hinten noch quasi mit dem Winkel das Ding ins dran ist. Aber hier vorne haben wir auch noch einen... Verwirrung. Ach hier.
Jetzt kriege ich dich bis hier drüben hin. Und dann, oh, dann bekomme ich dich aber auch darüber. Nein, halt. Wo willst du hin? Es hat doch keinen Sinn. So. So, jetzt habe ich dich hier. Ich weiß noch nicht, ob es Sinn ergibt. Aber zumindest könnte ich dich jetzt schon mal hier rüberholen. Stehst du da drüben? Das ist bestimmt auch total hilfreich. Manchmal frage ich mich, was diese Partikel zu bedeuten haben. Ich habe auch mehr Restmüll als normal, weil Katzenstreu. Ja, das kommt auch noch dazu. So, pass mal auf. So, das ist ja schon... Das ist ja jetzt schon fast hilfreich, ne? Eigentlich. Irgendwie. Ein Feld nach ein Feld oder zwei nach hier wäre noch hilfreich. Kommen wir noch mehr in diese Ecke? Warte mal, also erstmal muss ich dich gerade mal aus dem Weg räumen. Bevor, ohne mich aus dem Weg zu räumen. So, dann kann ich eventuell noch mehr hier hinterziehen. Zwar auf genau dem gleichen Weg. So. Okay. Und eventuell noch einen zweiten. Heute machen wir einen Rätselstream, so wie es aussieht, ja. Mein Hals tut so weh. Ich will aufstehen, ein paar Jahre spielen, aber mein Hals tut so weh. Dein Hals tut... Stehst du mit dem Hals auf? Ich finde das bei Palia ein bisschen... Ich finde das bei Palia ein bisschen gemein, dass du erstmal Rezepte für Möbel kaufen musst und dann musst du die Möbel selber noch dingsen. Das finde ich alles ein bisschen schade. Dass man alles selber machen muss. Sowohl das Rezept kaufen als dann noch das herstellen. Ist ein bisschen doppelt gemoppelt. So, also. Jetzt kommst du wieder ran. Jetzt gehst du weg. Und jetzt haut das hin. Nehme ich mal an. So, echt definitiv nicht so, wie es sein sollte, aber es klappt. Fingerlose blau-grüne Handschuhe. Schade, Tschüssika. Ich bin für heute weg. Bis später. Bis später, Katze. Schön, dass du da warst. Habe einen schönen Sonntag. Hab einen schönen Sonntag. Und so weiter. Und gerne bis zum nächsten Mal. Kosten echt nichts, die Rezepte. Ja, ich meine, die Masse macht's, ne? Ich habe jetzt ein Rezept mir geholt, was ich jetzt quasi baue. Und dann kriegst du ja immer wieder neue Rezeptideen dadurch raus, kostenlos. Ja? Du musst nämlich gar nicht alle Rezepte kaufen, also hast du es wirklich eilig. Wo kauft man denn Rezepte? Im Möbelgeschäft. Bei Tisch, genau. So, haben wir das jetzt hier? Ich glaube, wir haben alles, ne? Ja. Okay. Ich wollte sagen, wie kommen wir jetzt hier runter, aber... Wir haben uns ja selber einen Weg gebaut. Pops. So, macht Sinn. Ja, er ist auch ein bisschen frech. Die drei Viertel des Tages eiern die Typen in der Gegend rum, ja? Und ich weiß nicht, bei manchen ist das so, dass du auch die unterwegs abfangen kannst. Dann kannst du bei denen in den Rezeptladen gucken. Oh, hallo, Zusatztruhe. Trankmeister Werkzeugregal, dankeschön. Und bei manchen aber nicht. Da musst du extra warten, bis die in ihrem Laden selbst sind. Und erst dann kannst du Sachen dingsen. Ich habe gerade 2000 Goldi. Habt ihr schon die Kanalisation gefunden? Ich hatte da auch einen Screenshot gepostet, da gibt es so lustige Sachen für 25.000 Münzen und so weiter zu kaufen. Also das war auch ein bisschen interessant. Da haben wir ein bisschen die Ohren geschlackert. Hast du gefunden? Ja, sehr schön. So, okay. Wieder was Zusätzliches hier gefunden, sehr schön. Das Dingens war, das war Schloss Stufe 2, ne? Ja, okay, alles klar. So, weiter in Richtung Aufgabe von Sebastian. Müssen wir gerade mal meine Ohrenschützer hier zurecht dingsen.
Kein Bling heute und hier ist eine offene DAX-Münzentruhe. Okay. Ich frage mich echt, wo die letzte ist. Ich finde das so frech, dass die nicht auf der Karte angezeigt werden, sondern dass man nicht weiß, in welchem Gebiet die sind, die letzte ist. Das ist so scheiße. Alles wird irgendwie angezeigt, die Demigeistiger, Schriftrollen, ne? Aber nicht dieses verdammte letzte Rätsel. Wie sind wir denn jetzt bei Zaubertränke gelandet? Revelio. Habe ich hier irgendwas gelingt? Oh, hier. Guck mal, Schlossstufe 1, Hallo, Mensch. Hallo, Homura. Na. Ach hier, okay. Also für die, die jetzt ein bisschen später reingeguckt haben, morgen der Stream erst so gegen 20:30 so, weil ich nächste Woche Spätschicht habe bis 20 Uhr. Und wir spielen morgen Coa and the Five Pirates. Wurde mir vom Entwickler zur Verfügung gestellt, um das rumzuzeigen und anderen Leuten vorzustellen. Und dann machen wir das nämlich auch morgen. Und Donnerstag gegen 21 Uhr erst. Und es wird ein kurzer Stream, denn um 0 Uhr ist eh keiner mehr da. Sehr schön, dass wir hier auf Alumoran können, wieder abseits von der Quest. Und da gibt es nichts zu finden. Das ist natürlich super. Heftig schöne Tapete. Achso, ich spare jetzt auf noch ein Zimmer für 8000. Habe ich auch auf der Liste. Dann muss ich das heute schnell aufnehmen. Okay. Hast du da auch ein Key bekommen? Ich bin immer wieder begeistert, ne? Ich bin so der kleinste Streamer von Welt und oder YouTube, was weiß ich ja, und bekomme dann einfach mal so ein 20-Euro-Spiel in die Tasche gestopft. Da fehlt doch noch was. Wer fehlt wo? Achso. Fledermaus-Milzpulver vielleicht. Fledermaus-Milzpulver. Mhm. Kann man immer gebrauchen. Ach, oh, guck hier. Mensch. Was haben wir denn da? Einfach nur eine Schriftrolle mit ohne Text dazu. Na, dann ist ja gut. Ach, und den haben wir auch noch nicht. Ach, Mensch. Ist das hier nicht eine Tür? Ach doch, jetzt ist es eine Tür. Ja, haben wir noch einen? Hä? Moment, den hatten wir doch zusammengesetzt. Den Statue. Nee, was? Ach nee, hier. Ach, Mensch. Diese hatten wir noch nicht. Das war aber auch Levioso. Nicht wahr? Levioso. Genau. Schön, haben wir den auch noch. Ach ja. Revelio. So, noch irgendwas hier sieht erstmal gerade nicht so aus. Alles klar, okay. Wir versuchen trotzdem noch in Richtung Sebastian zu laufen. Es sind ja nur noch... Moment mal, 1200 Meter. Ach so, das ist gar nicht im Schloss. Na, dann ist ja gut. Alles klar. Ich glaube, dann kürzen wir doch mal ein bisschen ab. Mikroinfluencer sind aber auch echt gut bei sowas. Die haben zwar nicht viele Follower, aber die haben, sind dann umso mehr treu und more likely, das Spiel auch zu kaufen. Findest du? Okay. Weiß ich nicht. Dieses Coa-Dingens ist übrigens ein Spin-off-Ableger von dem einen Spiel, so wie ich das kurzfristig mal gelesen habe. Das war auch so ein Insel rumgerenne Spiel, dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Ich will es, wenn wir uns morgen nochmal zu Gemüte führen, dann. Ja, keine Ahnung. Also, ich würde dann eher sagen, die Mikro-Influencer spielen das Spiel dann durch, ja. Für die Leute, die es gerne gucken wollen und weiß ich nicht, die es dann gerne gucken wollen, die haben es dann geguckt und brauchen es nicht mehr selber kaufen. Also ja, immer so eine zweischneidige Sache, finde ich. Halt, stopp, wir müssen hier hoch. Wir waren hier noch nicht. Gehen wir doch mal hier hin. Das können wir hier tatsächlich gerade mal so ein bisschen verbinden. Ach, diese zwei Merlin-Prüfungen. Ist in unserer Erfahrung durchweg. Ach so, okay. Wieder mal auf Abenteuertour? Wieder mal auf Abenteuertour. Ah, hier waren wir mit Nettie gewesen, ne? Revelio. Hier ist sogar noch ein kleines Gewölbe. Guck an. Und da ist noch... Ach nee, ich wollte gerade sagen, das ist eine Truhe. Aber... Hier sind ja bloß die diversen Sachen. Da sind wirklich noch Truhen. Warum sind denn hier jetzt noch Truhen drinne? Hä? Okay. Hier sind doch wieder Leute.
Hä, aber hier waren wir doch schon mit Nettie drin gewesen. Und was soll das hier unten sein? Komm, spring! Ach, das ist eine Kröte. Ach so. Das habe ich gar nicht gesehen. Warte mal. Rebellion. Hä? Ich bin gerade dezent überfragt, was das hier soll. Hm. Ja, bei Spielen vielleicht noch ein bisschen wieder anders, aber so 1-2K Insta-Girls, die sich viel Mühe geben, sind oft besser als kein Platz 20K, die alles ohne Sinn und Verstand. Ach so, bei Spielen, ja, vielleicht. Okay. Das verstehe ich dann natürlich. Jetzt aber nicht zu sehr ablenken lassen. Irgendwas wollen wir dann heute doch noch gebacken kriegen. Rebellion. Wie kommen wir denn hier an die Dingens ran? Moment, die Höhle ist trotzdem ein Stückchen... Ach, da drüben. Ach Mensch, jetzt nicht gesehen. So, schon gefunden. Das sollte ich untersuchen. Ja, ich bin ja dabei. Das sollte ich untersuchen. Ach so, Schlossstufe 2. Weißt du so, und jetzt... Jetzt, exakt in der Gelegenheit, ja, sollte nicht nur auf der Karte zu sehen sein, dass hier noch ein Gewölbe ist, sondern auch, dass man da Schlossstufe 2 braucht. Ja, kann ja nicht so schwer sein, das so mal entsprechend darzustellen, dass man nicht fünfmal an derselben Stelle ankommt und sich sagen muss, ich kann es doch noch nicht lösen. Wo haben wir denn jetzt die... Achso, ein Stückchen weiter auf der rechten Seite haben wir noch die Merlin-Prüfung. Ungefähr hier so. Ja, ich fliege wie eine besenkte Sau, ich weiß. Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung Merlins. Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung Merlins. Rebellion. So, ja. Was war hier gleich wieder? Lumos. Das war wieder das mit den Schmetterlingen. Da unten sind auch noch welche. Hä? Hallo? Achso, ja, dranbleiben, dankeschön. So, da ist noch ein Schwärmelein. Rebellion, Lumos. Okay. Drei oder vier sind es hier, ne? War denn der andere jetzt gewesen? Ja. Ach doch, da. Ich wusste es doch. Pui. Prüfungen kriegen mich nicht klein. Kostet die Entwickler ja auch nichts, Kies rauszubildern, oder? Nö. Also den einen Key dann in dem Fall natürlich nicht, ne? Okay, ich stehe auf. Mach das, Cindy. Mach das, Cindy. Spannung in den Hals und dann geht das. Kann ich schon wieder nicht lang. Was soll denn das? Hä? Moment. Bin verwirrt. Wo geht's hier lang? Achso, direkt hier durch. Ach, guck. Okay. Wie reit weg macht das? Vielleicht können sie damit sogar Steuern sparen, meinst du? Okay. Wo zur Hölle sind wir eigentlich gerade? Da ist auf jeden Fall noch eine Truhe. Lumos. Verzieh dich. So, Gaunergewand. Ach so, hä? Moment. keine Tierwesen umkreist, willst du mich fahren? Ach so, ich bin schon wieder auf dem falschen Dingsbums. Alter, was ist das denn passiert? Confringo. So geht das. Lumos. So, okay. Einen geheimen Ausgang, beziehungsweise Eingang mal einfach von der anderen Seite gefunden. Hier liegt schon wieder eine Kröte rum.
Diesmal falle ich nicht drauf rein. Ich lasse die Kröte Kröte sein. Das hat sich gereimt. Kann ich bitte hier hoch? Dankeschön. So, über die Mauer geht es wieder nicht rüber, okay? So, jetzt haben wir hier wieder... Achso, wir sind wieder auf dem Weg. Ist okay. Na, dann können wir ja weiter. Ach, ich habe ja was zu trinken, fällt mir gerade so auf. Ach, herrlich. Einfach nur hier so rumeiern. Es macht halt einfach echt Spaß, muss ich sagen. Wer hier wohl gelebt hat? Sehr, sehr kurzweilig. Wir müssen uns irgendwann mal noch diese verdammte Schatzkarte vornehmen. Hier stehen einfach mal ein paar Inferi auf. Das ist ja auch toll. Früher einen Kniesel. Ich war traurig, als er starb. Oh, hey, ich habe erst neulich eine Eule von ihr bekommen. Ach so, die Wildpuscher. Stehen hier einfach in der Gegend rum, quatschen. So, von dem Kollegen da vorne haben wir jetzt bereits die Besenoptik bekommen. Okay. Ich wollte gerade noch irgendwas sagen, jetzt habe ich wieder völlig vergessen. Ach, Mann. Manchmal. Manchmal ist das so. Nee, ich bin gespannt, das wird morgen ein Jump'n'Run, so wie ich das gesehen habe. Ja. Ein Casual Jump'n'Run. Also von daher, wahrscheinlich sehr kurzweilig, gucken wir uns morgen einfach mal an. Und ja, dann könnt ihr selber gucken. Ich weiß noch nicht, ich kann auch nicht bewerten, ob ich es dann auf meine To-Do-Liste fürs generelle Durchzocken setze oder so. Ich meine, das ist ja das Schöne dran, ne? Wenn man einfach so Keys von Entwicklern bekommt, die einfach sagen, hier hast du, mach mal, ja? Anstatt selber anzufragen, weil wenn man anfragt, dann gibt man an, ja, ich möchte das gerne spielen, ja, und dann sagt man natürlich auch zu, ja, ich werde das dann auch spielen, ja, das ist ja andersrum was anderes. Casual sah das gar nicht aus, fand ich echt, okay, hast du den Trailer nicht angeguckt, da stand drin, sehr chillig oder irgendwie so. Oder vielleicht wird's so wie das Ding hier mit dem Fuchs, dass es sehr, sehr, sehr simpel anfängt und dann schlimmer wird. Was gucken mich die Widderse so an? Vor allem, weil jetzt auch ein Speedrun-Modus integriert hat. Ja, es gibt einen Speedrun-Modus, man muss ihn aber nicht machen. Aber ja, natürlich. So, Schalen anzünden. Rebellion. Die absolut nicht weit wegstehen oder sowas. Die ist aber ganz schön hoch. Hoch und quasi die Fackel selbst hat noch eine hohe Säule. Okay. Muss mir erstmal einen Überblick verschaffen. Ich glaube, wir müssen von oben nach unten, was definitiv keine schlechte Idee ist. Okay, oh mein Gott. Ist ja auch interessant. So, die Schale. Hallo, Truhe. 26. Riesige Truhe steht mit dem Gebüsch rum. 26 Cent drin. Mann. Ja, von hier aus sieht es eigentlich ganz gut aus, ne? Ja. Also erst die, so wie es aussieht, dann die und dann die unten. Oder so. Mal testen. Contringo. Ja, das war ja total schwer. Tada! Stelle ich mir dementsprechend flowig vor. Ja. Ich find sowas mal gut, wenn sie sowas optional reinmachen, ne? Andere spielen es halt einfach gerne durch in einem eigenen Tempo, ja, und andere sagen sich, okay, jetzt habe ich es durchgespielt im eigenen Tempo, ich will mehr. Ja? Und dann gibt es den Speedrun-Modus. Sowas immer schöner als es zu erzwingen. Gut, Merlin-Prüfung, weiter geht's. Weiter in Richtung Sebastian. Hallo, Geld. So, und Mondstein, natürlich. Ach ja.
So, und an sich hatte ich mir tatsächlich mal Gedanken drum gemacht, wirklich mal Dinge, die es nur auf Englisch gibt, zu Let's Play. Und da möchte ich natürlich trotzdem für mich und andere einen Mehrwert drin haben. Und habe mir so gesagt, wir könnten tatsächlich Edutainment draus machen. Für die, die es interessiert. Ich weiß nicht, wie interessant es wird. Aber wenn wir zum Beispiel Night in the Woods spielen, was es leider wirklich nur auf Englisch gibt, an sich, was ich auch schon seit Ewigkeiten auf meiner To-Do-List habe und immer gehofft habe, dass irgendwann meine Deutsch-Localization kommt, wo aber selbst der Entwickler gesagt hat, wir haben kein Interesse daran, was anderes außer Englisch noch zu lokalisieren, oder wir haben auch keine Mittel dafür, warum auch immer. Nicht mal quasi eine Modbarkeit für enthusiastische Fans zu bringen, die das lokalisieren wollen. Anyway, Night in the Woods dann zum Beispiel mal zu spielen und daraus Edutainment zu machen, indem ich es für mich persönlich quasi gewinnbringend Englisch vorlese, sodass ich mir, ich das mal so ein bisschen trainiere, das Englische lesen und dann aber auch on the fly das Ganze übersetze. Also ins Deutsche, für Leute, die nicht Englisch können. Das größte Problem dabei wird sein, dass es vielleicht ein bisschen zäh wird am Anfang, weil ich das halt einfach nicht wirklich kann, dieses flüssige Übersetzen von Text. Und zum Zweiten sehr viele As und Ams drin. Das wird ganz schrecklich, nehme ich an. Und naja, mal schauen. Also das fände ich tatsächlich für mich persönlich sehr interessant. Hallo, ihr Inferi, wen haut ihr da? Achso, ihr matcht euch mit Spinnen, na dann ist er gut. Und da hat sich der Inferi auf den Hintern gesetzt, ach Mensch. Spinne läuft rum, wie es böse. Moment, gleich. Moment. Jetzt, okay. Moment, ich muss gerade noch aufbauen. So, jetzt darfst du. Meine Güte. Ja, also ich weiß nicht, wie interessant das halt wäre. Huch, das war die falsche Taste. Ach, jetzt kommt der brennende Inferi an und will auf die Mütze. Ja, und haut mir auf die Mütze. Rund. Deswegen, also Night in the Woods würde ich, seit Ewigkeiten würde ich das selber spielen. Hab's mir bisher verkniffen, weil ich es gerne auch streamen wollte. Genauso wie Road Warden. Auch genau das gleiche Problem. Hab's Ewigkeiten schon auf der Liste, aber hab immer noch auf was Deutsches gehofft dazu. Und halt zwei, drei super andere Spiele, finde ich. Valhalla zum Beispiel. Aber dafür gibt's tatsächlich mittlerweile einen deutschen Fanpatch. Also eine Fan-Lokalisation, aber wie gut die ist, weiß ich noch nicht. Also das könnte man dann so oder so mal wieder spielen, beziehungsweise mal Let's Playen. Aber okay. Gedanken dazu von denen, die dabei sind, gerne auch natürlich im Nachhinein für die Leute, die auf YouTube nachgucken, würde mich interessieren, ob das auf Interesse stößt. Ich werde dazu natürlich noch mal was auf den Discord bringen. Da wird es dann sowieso trotzdem erstmal wahrscheinlich zwei, drei, vier, fünf, sechs Leute geben, die sagen, ja, mach mal, ja, und dann nachher erst feststellen, ist das kacke, wenn der Jay die ganze Zeit MMMM sagt und nicht klarkommt. Aber dafür ist er da. For Science. So, hallo Sebastian. Ich wusste doch, meine Eule weckt dein Interesse. Mhm. Na dann. Ich kam so schnell ich konnte. Ich war so sehr mit Guter Witz. Und den Katakomben beschäftigt, ganz zu schweigen von der Reaktion meines Onkels, dass ich fast vergessen habe, was mir am Triptychon aufgefallen ist. Das hier ist die Aussicht auf der Leinwand des Triptychons. Unglaublich. Du kennst dich hier gut aus. Als ich auf dich gewartet habe, sah ich mich etwas um und entdeckte eine verlassene Mine in der Nähe, umringt von Ranrocks Anhängern. Glaubst du, es gibt eine Verbindung zum Triptychon? Keine Ahnung. Aber vielleicht untersuchen sie es. So wie auch Schloss Rookwood und Isidoras Anwesen. Wie wollen wir vorgehen? Trennen wir uns, Leute. Vielleicht können wir unentdeckt bleiben. Eventuell kann ich aber auch reingehen und den allen auf die Mütze hauen. Das kann natürlich sein. Triggerwarnung davor und gut ist bei der Stream-Idee. Habe ich mir auch schon so gesagt. Also definitiv unmissverständlich reinschreiben Learning by Doing oder sowas, ja. Und dann halt, was weiß ich, Deutsch, Englisch, bla, Gedöns, ja. Irgendwie sowas auf jeden Fall, ne. Hatte ich mir auch schon gedacht, ne. Dass ich auf jeden Fall jederzeit sagen kann, dir gefällt nicht, was du hier siehst, dann
Da hast du aber nicht gut gelesen. Sowas, ja. Beziehungsweise dann ist das vielleicht nichts für dich. Nee, sage ich auch. Das wird auch wieder sehr, sehr nischig, dieses Projekt, nehme ich mal an. Ne? Viele werden das vielleicht eventuell nicht gut finden, dass sie das Spiel, was sie, also Nights and Woods zum Beispiel, die das vielleicht kennen und lieben, dann aber so zusammengestümpert, lokalisiert, beziehungsweise übersetzt sehen in so einem holperigen Stil. Weiß ich nicht. Ich sag mir, ich würde es halt gerne lernen, fließender Englisch live, also on the fly zu übersetzen, vor allen Dingen besser zu sprechen. Und da ich privat keine Zeit dafür finde und das Ganze natürlich gerne auch mit Feedback verbunden haben möchte, dachte ich mir, hey, kannst du halt mal im Stream probieren. Da können wir vielleicht sogar was Regelmäßiges draus machen. Würde mich auf jeden Fall interessieren als Streamer. Das ist schon, schon ein großer Teil soweit. Gut, apropos teilen. Wir teilen aus. Ich dachte, wir teilen uns auf. Wir versuchen erstmal unentdeckt zu bleiben und dann teilen wir aus. Wir müssen herausfinden, was sie vorhaben. Aber lass uns unauffällig bleiben. Erstmal. Also gut. Also. Ich habe immer noch das Runensymbol von dem Triptychon. Wenn es eine Verbindung gibt, sehen wir das Symbol bestimmt nochmal. Mhm. Okay, Cindy ist wieder Nach da. Dir. Soll ich jetzt nochmal alles wiederholen? Cindy, ich habe Edutainment vor. Stell dir vor, der Jay spielt Night in the Woods, ein Spiel, was es nur auf Englisch gibt, liest dann die englischen Texte vor, wo er sich selbst zur Prämisse gemacht hat, dadurch besser Englisch lesen, lernen zu können, zu praktizieren, ja. Und versucht dann aber auch noch quasi im Nachhinein jede entsprechende Textzeile, jeden Dialogblock möglichst präzise, aber auch, wie soll ich sagen, möglichst schnell zu übersetzen, ja, weil er das auch gerne lernen möchte. Würdest du das als anerkannte Nische sehen, die eventuell Interesse wecken kann? Habe ich das gut formuliert? Ich hoffe doch. Ich meine, du kannst ja sowieso schrecklich gut Englisch, also von daher. Gut, wie weit müssen wir denn jetzt hier? Na, wieder 250 Meter. Achso, wir sind ja schon wieder hier bei der Mine. Hä? Wir waren doch hier gerade mit, ist das nicht die Mine, wo wir mit Amit drin waren? Da vorne sind sie. Hm. Geh du voran. Ganz leise. Ja klar, why not? Okay. es ist nicht die gleiche Mine, ne? Weiß ich nicht. Niemand betritt diese Mine. Wer es versucht, muss sterben. Du kommst hier nicht vorbei. Renrocks Anhänger meinen es ernst. Einfach so mal, die wissen gar nicht, dass irgendjemand in der Nähe ist oder denken oder sehen halt keinen und was weiß ich, vermuten auch nichts und sagen, niemand kommt hier vorbei, wer hier versucht vorbeizukommen, der wird sein Leben. Ne? Wird einfach mal so gesagt, obwohl gar keiner zuhört. Ich hab dich neulich mit einem Troll verwechselt. Okay. Ich weiß nicht, ich will den einfach tatsächlich auf den Sack hauen. Ich hab gar keinen Bock vorbeizuschleichen. Mach ich auch immer. Ja, einfach in die leere Luft sagen, ne? Wer meinen Laden ausraubt hier, weißt du, der kriegt mal Backpfeifen. Hm? Ich könnte gerade im Stehen einschlafen. Dann mach doch, schlaf doch einfach im Stehen ein. So, wie läuft's mit dem Hals, Cindy? Konntest du erfolgreich aufstehen? Es reicht mir. Du kriegst einen Stein ins Gesicht, so, und dann ist gut. So, warte mal, ja, Moment. So. Das war die falsche Richtung, Junge. Wie kindisch. Au. Den wollte ich eigentlich. Bist du bald fertig? Kein Tierwesen in der Nähe. Mein verdammtes Dingens will mich schon wieder verarschen hier, ey. Einfach das Dingens gewechselt. Ich erwähne schon wieder sehr oft das Wort Dingens, fällt mir gerade so auf. Achso, ich habe Akio nicht mehr auf dem Dingens. Da war es wieder. In den Dingens-Slots. So rum. So, will noch wer? Hat noch wer nicht? Ich glaube, das waren sie alle, ne?
glaube, das waren sie alle. Okay. Gerade geht's, hab Tee, Kakao und Müsli. Kakao! Bio-Kakao aus der Packung von Netto. Okay. Ja, Bio-Kakao. So, hier, warte mal, ich will. Ich meine, der Verbannungszauber, Depulso ist ganz geil, aber Akio finde ich dann doch noch. Ich bin eher so der Akio-Typ. Wie ist das mit euch? Seid ihr eher der Akio-Typ oder der Depulso-Typ? Das ist eine sehr tiefgreifende Frage, fällt mir gerade so auf. Ich bin eher so der Akio-Typ. Vor allen Dingen, was schwebende Briefe angeht. Seltsam. So. Alles mit Akio gemacht. Das ist, ja. Ich bin ja kein Jedi, der alles wegdepulsiert, ne? Obwohl, bei Jedi Academy, ich weiß nicht, ob jemand das Spiel noch kennt, ich fand das immer sehr lustig. Es kommen drei Stormtrooper auf dich zu, was machst du? Erstmal alle wegdepulsieren, ja? Fast nie geblockt, nur ausgewichen. Okay. Ich finde das Blocken eigentlich sehr, sehr intuitiv. So ein Batman-Spiel müsste man sich mal vornehmen, finde ich, ne? Also das Assassin's Creed ist mir, ich meine, ich mag den Kampf, ich mag das Free-Flow-Dingsbums-Kampfsystem, was sowohl Batman als auch Assassin's Creed hat. Aber ich mag die Story von den Assassin's Creed-Teilen nicht so wirklich sehr. Die sind mir zu verworren. Vor allen Dingen so die Rahmenhandlung um Desmond rum. Irgendwann war ich da so dermaßen raus, dass ich eigentlich wieder von vorne anfangen müsste, aber keinen Bock dazu. Und so ein Batman-Spiel könnte man sich eigentlich mal vornehmen. Ich habe sie alle. Ich habe die ganzen Batman-Spiele. Habt ihr das damals miterlebt, als Batman Arkham Knight rausgekommen ist, was so verfriemelt war, dass die Entwickler das wieder rausgenommen haben, erstmal zur weiteren Entwicklung, quasi nochmal aus dem Steam Store rausgenommen haben, dann wurde es re-released und all die es vorher gekauft hatten, haben alle anderen Batman-Spiele vorher geschenkt bekommen? Ich war einer der Glücklichen. Ja. Alle Batman-Spiele außer die Lego-Spiele, glaube ich. Oder waren die Lego-Spiele auch dabei? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall habe ich dann alle Batman-Spiele gehabt. Fand ich super. Irgendwie gar nicht mitbekommen. Das war richtig geil. Das war, die hatten übelst das Problem, erstens mit der Performance und zweitens, dass dann plötzlich kein Regen mehr auf dem Cape war oder so. Also eigentlich Bullshit, ne? Wann war denn das? Na, Arkham Knight, als das halt rauskam. Oh Gott, ich kann das jetzt tatsächlich nur in Arbeitsplatzumzügen hier wiedergeben. Es war, bevor ich hier meinen Arbeitsplatz im Zimmer um 90 Grad gedreht habe und davor, als ich noch mein PC quasi im Wohnzimmer hatte. Das ist schon diverse Jahre her. Aber ja, wo wollte ich jetzt hin? Achso, einfach hier runter. Das läuft aber gut. Wir sind ein gutes Team. Das läuft aber ja, gut, sagt er einfach mal so. Aber das war sehr lustig. Ich fand ja damals auch trotzdem von Arkham Asylum, fand ich den Kopierschutz so nett. Ne? Dass das einfach darauf hinausgelaufen ist, wenn das Spiel entdeckt hat, dass du einen Crack benutzt. Ja? Dass es dann die Flugfunktion, die Gleitfunktion des Capes ausgeschaltet hat. Ja? Und dann hattest du wirklich das Forum voll von Leuten, die gemeint haben, das Spiel ist voll verbuggt, mein Cape funktioniert gar nicht. Ich fand dich herrlich. Ja, guten Morgen, Cube. Ja. Wunderschönen guten Morgen. Willkommen im Stream. Wir sind noch ungefähr so ein halbes Stündchen dabei. Da muss ich los zu Oma. Aber ja. Hast nicht viel verpasst. Wir können uns wie so oft durchkämpfen oder heimlich vorgehen. Hast nicht viel verpasst. Wir haben ein paar Rätsel gemacht und uns ganz nett unterhalten. Ja, also so das Batman Arkham Knight könnte ich mir halt auch vorstellen. Arkham Knight. Arkham Knight? Arkham City? Also auf jeden Fall der dritte. Da, wo du halt in der Stadt rumspringst. Haha, was beziehungsweise bei jedem der Teil der Fall ist, außer bei Asylum. Also Asylum. Aber ja, den könnte ich mir tatsächlich auch mal vorstellen, zu spielen, weil mir das Kampfsystem so super gefällt. Wird natürlich dann auch ein bisschen redundant. So eine entspannte Anstellung in Gringotts würde mir gefallen. Den ganzen Tag rumsitzen. Könnte aber wahrscheinlich etwas langweilig werden. Netter Dialog gerade. Na gut. Hier. Have a Tisch. Akio. Lass das.
finde es immer lustig, wenn die sagen, lass das, wenn du geblockt hast. Ah, shit. Kam erst ein roter, dann ein orange, ne? Kannst du das bitte nochmal probieren? Danke. Nett von dir. Hallo. So wollte ich das machen. Dankeschön. Ich finde das vor allen Dingen so toll, wenn du perfekt blockst, ne? Dass dann alle in der Nähe Probleme bekommen. Dass dann alle in der Nähe hochgehoben werden, das fand ich super. Wie war? Das war relativ spaßig. Relativ spaßig. So, okay. Jetzt habe ich natürlich selbstverständlich wieder den Faden verloren hier. Aber ja, bei Arkham Knight fand ich das Free-Flow-System in Bezug auch auf das auch die Gadgets so toll, ja? Dass du das nahtlos wirklich aneinander ranreihen konntest. Ich hab's da mal geschafft. Ich komme mit meinem Batmobil angefahren, ja, voller Schwung quasi, lass mich rauskatapultieren, breche durch ein Fenster. Halt die Klappe, Sebastian. Angeblich wegen einer Spinnenplage vor langem geschlossen wurde. Mir doch egal. Schön. Das bin ich ja schon gewöhnt. Danke. Ja, du, recht so. Durch ein Fenster rein, auf einem Ganoven gelandet, drei Ganoven kaputt gekloppt, eine Geisel befreit, aus dem anderen Fenster wieder raus, in mein Batmobil rein und weitergefahren. Das wollte ich bloß gerade sagen. Und das war eine komplette Kombo. Da muss ich so lachen. Schade, das war vor der Zeit, wo man das gestreamt hat. Also wo ich das gestreamt habe. Von daher, das würde ich tatsächlich gerne nochmal probieren wollen. Das war lustig. Aber ja. So. Weniger sinnloses Rumlaufen. Mehr gucken. Zum Beispiel nach versteckten Truhen. Kräuterkunde 1. Dankeschön. Revelio. So, da ist noch eine Truhe, da ist noch ein Kartoffelsack. Nehmen wir natürlich alles mit. Und hier sieht's... Ach nee, hier war gerade noch einer oben, ne? Deswegen... Ach nee, hier scheint es generell weiterzugehen. Vielleicht finden wir einen anderen Weg vorbei. Herumschleichen hat was für sich. Herumschleichen? Ah ja. Wir kommen schnell voran. Ich kann den irgendwie nicht ernst nehmen. Von einem Kampf zum nächsten sagt er, das läuft doch ganz gut. Ja? Und jetzt schleichen wir langsam durch das Dingens und der sagt, wir kommen schnell voran. Weiß ich nicht. Sehr seltsam. Der Kollege. Liegt eine kaputte Spinne. Das ist ja widerlich. Also nichts gegen kaputte Spinnen. Kaputte Spinnen sind gute Spinnen. Aber warum muss die hier rumliegen? Warum despawnt die nicht? Blöde Deko-Spinne. Oder Deko-Leiche. Okay, hier sind wir richtig. Aussichtspunktmine. Na dann. Die gute Aussichtspunktmine. Hiek. Ah je. Das wäre sowas immer am Ende des Streams und vornehmen, aber ich bin ja selbst schuld. Niemand darf uns sehen. Niemand darf uns sehen, okay. Jetzt sind wir wohl oder übel drin. Aha. Ich habe nur Befehle ausgeführt. Beschuldige doch bitte jemand anderen, wenn es dir nichts ausmacht. Dieses Rumgequatsche. So, kann mal einer von euch bitte gehen? Müssen hier jetzt unbedingt zwei stehen? Na gut. So. Nichts passiert. Nichts passiert. Sie wurde nach Unfallberichten geschlossen. Jetzt verstehe ich warum. Naja. Sachen gibt's. Zwischen klingt im Englisch viel sexiger. Okay, ja. Gestern bei Skyzer hat mein Kumpel mit so einer riesen Aragog-Spinne erstmal seine Tierkommunikationskünste benutzt und dann ist die einfach weggelaufen. Alter, das sind so die Dinger, die, kann man es pazifistisch durchspielen? Das Spiel, das würde mich richtig, richtig reizen.
nach dickem Skillcheck, aber die hat dann einfach beigesagt. Und kein Fight. Ja, ja, ich finde, das finde ich super. Sowas finde ich tatsächlich sehr nett. Wenn man, vor allen Dingen, wenn man dann auch entsprechend gut auch belohnt wird oder zumindest gleichwertig. Was ich zum Beispiel bei Deus Ex, bei dem Deus Ex 3 quasi, fand ich das richtig scheiße. Ja. Das ist, also, es ging immer so, mehr oder weniger open-worldiges Gebiet, wo du frei erkunden konntest, um die Haupthandlung voranzutreiben, und dann kam aber ein dicker Boss-Fight, ja, wo du unbedingt kämpfen musstest, ja. Das fand ich so lächerlich. Erst heißt es von wegen, ja, du kannst alles schön machen, indem du dich durchhackst, keinem ein Haar krümmst und was weiß ich, ja. Und dann kommt so ein dicker Boss-Fight, wo du plötzlich irgendjemand auf die Fresse hauen musst, ja. Ich erwähne immer nur wieder gerne Dishonored. Dishonored habe ich durchgespielt, ohne ein einziges Mal gesehen zu werden und nicht einen einzigen Typen zu töten, nicht mal die Zielcharaktere. Beides gleichzeitig. Ich fand das sehr nett. Das war eine super Erfahrung. Confringo. Hallo, kannst du mal bitte das Spinnennetz anzünden? Dankeschön. Wait. Toll, jetzt muss ich von Explosion auf Incendio wechseln. Incendio. Fände ich cool, wenn du Baldur's Gate komplett komplett durchspielen könntest, ohne einen einzigen quasi auch nur ein Haar zu krümmen. Das fände ich super. Würde mich aber tatsächlich in dem Fall auch nicht überraschen, weil es sahnt ja aktuell einfach nur Bestnoten ab, das Spiel. Irgendwie 20 Milliarden verschiedene Enden, auch wenn es noch so kleine Unterschiede sind, aber immerhin. Aber tatsächlich so zum Streamen würde es mich gar das nicht so reizen, weil es einfach eine sehr persönliche die Erfahrung ist, finde ich. Spinnen zu ekelhaft. Keine Ahnung, ob das geht, okay. Hm. Wie ich einfach Inquisitor? Der dritte Teil von... Ach, ich habe den Namen vergessen. Origins? Bla. Oder war es der zweite Teil? Ich glaube, das war der zweite Teil. Auf jeden Fall, wie ich da einfach Ewigkeiten der einen Romance hinterher gestalkt bin. Das kannst du in keinem Stream bringen. Warhamster? Nee. Kein Plan, wie man dann so in großen Fight-Situationen rauskommt. Ja, nicht, sage ich ja. Ich meine, realistisch wär's dann, wenn man nicht aus jeder Situation kampflos rauskommt. Aber ich find's lustig. Ich muss bei Paya mit Ruby gestern fast ein bisschen weinen. Da machte ich mir so auch kacke, warum hast Stream an? Was? Bei Palia mit Ruby weinen. Was war denn los? Okay, erstmal wollen wir hier gucken. Hier geht es gleich Point of No Return weiter. Deswegen wollte ich gerade mal gucken, ob wir noch irgendwas übersehen haben. Aber sieht nicht so aus. Hat auch keiner geschrien. Oh, da unten haben wir das eine oder andere übersehen. Hm. Na dann, erstmal rein ins Getümmel. Ja, schön in die Fässer rein, damit auch jeder merkt, dass ich hier bin. Stimmt, jetzt habe ich wieder das Flammendingens und komme nicht auf Entfernung. Das finde ich gerade schade. Ach, stimmt, den kann ich ja die Bolzen wegnehmen. Da war ja was. Mit RB zumindest. Er hat mich jetzt schon wieder gehauen. Hier, versuch's nochmal mit den Bolzen. Danke. Da ist ein scheiß Bolzen wieder. So. Viele. Zu viele. Sehr viele. Zu viele. Hier muss es etwas geben, das sie unbedingt haben wollen. Ach was, erzähl doch nicht. Die Story von dem einen NPC ist ein bisschen sad. Achso, ich glaube, to be honest, die sind alle sad. Das kommt jetzt gerade so nach und nach raus. Okay. Okay.
Okay, okay. Die Storys von den allen sind sad. Das klingt aber nicht sehr, denn doch nicht sehr casual, ehrlich gesagt. Wenn das alles so ein bisschen sad ist. Und hast du denn schon Polyamorie-mäßig da was am Laufen? Inzendium. So, hier haben wir eine Kiste. Was machen wir mit der Kiste? Wahrscheinlich da hochstellen, damit wir da hochkommen. Aber wo geht's denn hier? Und irgendwo ist hier unten noch eine Kiste. Ach, ganz weit unten. Welcher von beiden Wegen wird wohl weitergehen? Also beziehungsweise wo wird es hier wohl im Allgemeinen weitergehen? Das hattest du gestern dann gestreamt und dann hättest lieber nicht gestreamt. Interessant. Kein Auf jeden Wunder, Fall. Dass Leute sich vor Spinnen gruseln. Vielleicht sind es die haarigen Beine, die seelenlosen Augen, die giftigen Fänge. Alles ganz reizende Eigenschaften. Hier geht's auf jeden Fall weiter runter und zwar nicht zu knapp. Das heißt, ich gehe erstmal davon aus, dass hier der Weg ist, wo es weitergeht. Ja gut, der Questmarker gibt es natürlich auch an. Dann gehen wir erstmal die andere Richtung rüber. Wer hat denn die Kiste jetzt schon wieder weggeräumt? Was soll die Scheiße denn? Ich habe die ja nicht umsonst da hingestellt. Mann, ey. Zwei Hardpins equippen. Okay, zwei. Habe ich bis jetzt habe ich übrigens gesehen, es gibt drei männliche, zwei weibliche. Das finde ich jetzt natürlich total unfair. Und so. Oder sagen wir es so, zwei weiblich wirkende und drei männlich wirkende. Männlich aussehende. Muss man ja heutzutage dazu sagen. Warum liegt denn hier einer rum? Haben wir hier irgendwie questmäßig, loremäßig irgendwas? Nö. Okay, dann nicht. Interessant. Na gut. Das war ja nicht so viel, wie ich dachte. So, kannst jetzt bitte da stehen bleiben, dankeschön. Möchte eventuell hier wieder heil rauskommen. Ah, so. Kleingeld. 10 Cent, sehr schön. Oder Knuts. Incentium. Mega Powertrank, auch sehr hilfreich, sehr schön. Ah, muss jetzt gerade quasi einen Mentor finden. Aha. Einen Mentor. Einen Lehrer. Okay. Ich finde die Farming-Mechanik übrigens sehr nett. Ehrlich gesagt, ne? Das ist so ein bisschen, das erinnert mich wieder voll an Acker, was wir gespielt haben. Wo die einen Pflanzen die anderen in der Nähe beschäftigen. Oh, und ist, was mir richtig positiv aufgefallen ist, was ich so mir seit Ewigkeiten für verschiedene Spiele gewünscht habe, vor allen Dingen Stardew Valley zum Beispiel, ist, dass wenn du was in deine Truhe packst, ja, dass das dann trotzdem für deine verdammten Crafting-Rezepte und so weiter an den Maschinen genutzt wird. Ja, dass du nicht durch 20 Milliarden fucking Truhen gehen darfst, ja, um festzustellen, ich habe nicht genug oder ich brauche das dann da und ich will jetzt hier was craften und habe trotzdem wieder eine Zutat irgendwo in einer anderen Truhe drin. Ich finde das richtig toll. Vor allen Dingen hatte ich eine Truhe, dann hatte ich da eine Kapazität von 400 drin, ja, und dann habe ich eine zweite Truhe hingestellt und dann hat sich einfach die Kapazität verdoppelt. Ja, du hast, also du hast ein komplettes Inventar für den kompletten Saftladen, ja, egal in wie vielen Truhen das drin sind und wie weit weg und so weiter. Ist super. Herrlich. So muss das sein. Ich meine, natürlich ist es wieder nicht realistisch oder so, aber ich finde das einfach nur, es gibt einen besseren Flow. Es gibt einen besseren Flow für das allgemeine Crafting und so weiter. Ja, das mal so am Rand. Ja, sorry für die Leute, die es nicht interessiert, dass wir uns hier über Palia unterhalten. Aber ja. Es ist nicht umsonst steht bei mir als Tag auch an den Streams dran eine Labertasche. Das habe ich nicht umsonst gemacht. Incendium. Achso, hier brauche ich wieder was anderes, ja. Moment. Moment, Moment, Moment. Hier brauchen wir wieder. Was nehmen wir? Bombarder oder Confringo? Wir versuchen es mal mit Bombarder. Bombarder. Da ist okay.
Aber das zündet ja wieder nicht an. Ne? Das heißt, wir nehmen mal Dinge ins Confringo und dann ist okay. Gut. Die Brücke hat schon bessere Tage gesehen. Welche Brücke? Von was redest du? Ich sehe hier keine Brücke. Nur Kleingeld. Confringo. Und ein Lagerfeuer. Ach, schön heimlich hier, Mensch. Das Zelt war übrigens auch lächerlich groß bei Palia. Ein behelfsmäßiges Zelt, damit du die ersten Nächte überstehst, ja, und dann ist das Ding echt so palastmäßig groß. Das Haus. Das Haus erstmal hier schön Materialien gesammelt. Über Stunden um Stunden hinweg das Zeug gecraftet, ja. Und dann, ja, jetzt brauchst du noch 8 Stunden, um fertig zu werden. What? achso, die Brücke, ja. Okay. Alter. Okay, manchmal geht mir das Spiel auf den Sack. Ich sehe eine kaputte Brücke, ich habe einen Reparaturzauber im parat, ja. Und die müssen trotzdem mir noch sagen, dass ich die Brücke reparieren soll. Kann ich das von hier erledigen? Warum kann ich das nicht von hier erledigen? Ach Mensch. Gehen wir halt hoch. So, und hier scheint es ja trotzdem auch noch weiter zu gehen. Moment, das machen wir natürlich jetzt erstes. Schwer, super kleine Spinnen. Halbmondbrille mit goldenem Gestell. Revelio. Und kein weiteres Blinken. Sehr gut. Okay. Da, 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 da. Da, 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 da. Was haben wir denn da hinten noch? Das sah auch gerade sehr komisch aus. In Blau. Flipendo. Ach, ist. Nee, Quatsch. Ist das Falsche? Ach, deswegen ging es nicht. Flipendo. Ich wollte eigentlich Reparo nehmen. Entschuldigung. Reparo. Deswegen ging es nicht. Hat aber auch wieder keiner gesagt, ne? Das Flipendo-Symbol sah so ein bisschen nach Recyceln aus. Deswegen dachte ich, es wäre das Richtige. Okay, so, Akio wieder hier, so, alles klar. Gut. Ja, ich schleiche hier rum, obwohl kein Stück Gegner in der Nähe ist. Geh in das Sammlungsmenü, um mehr über Fähigkeiten und Schwachstellen von Gegnern zu erfahren. Die Feuer halt, ne? Ist jetzt nicht unbedingt Akio. Der Hit. Nächste. Einfach mal. Oh, hi. Noch einer. Einfach mal weggekommen. Wohl. Das habe ich doch nur gewartet. Das Vieh versucht mich anzugiften. Aber wir sind ein gutes Team, Sebastian, muss ich ja sagen. Du hebst sie an. Ich schmeiß sie weg. Taschen sind voll. Natürlich sind die Taschen voll. Scheiße. Wir gucken mal durch, was wir gerade haben. Und dann müssen wir halt mal wieder Sachen entsorgen. Schlechter, okay. Können wir einfach mal ein paar Handschuhe wegschmeißen. Die bringen sowieso nicht so viel Kohle, ne? Hier, 60 Tacken, keine Ahnung. 90, auch egal. So, und 150, die können wir behalten. 200... 200, okay. So, Brillen hatten wir ja auch was halbmondförmiges gedingst gehabt. 60, okay. Einfach mal wieder ein bisschen leerer hier machen das Ganze. So. Oh mein Gott, wir sind schon wieder mitten in der Quest und gleich ist meine Zeit rum. Super. Hast du schon wieder gut gemacht, ey. Mensch, 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 Mensch. So, meinst du, du bist vor Weihnachten mit dem Spiel durch? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. An sich habe ich mir tatsächlich vorgenommen, mehr oder weniger, so schnell wie möglich jetzt die Handlung durchzubekommen, ja, um dann einfach auch nochmal so ein bisschen so ein Sammelsurium-Stream hinten dran zu hängen, ja, wo wir noch ein bisschen die Sammelaufgaben vervollständigen, mehr oder weniger ernsthaft oder so. Vielleicht lasse ich den auch bleiben, ich weiß es nicht, mal gucken. Aber die Handlung können wir auf jeden Fall durch haben. Ich lass mich halt immer relativ schnell ablenken. Kann ja auch nichts dafür. Man denkt halt, okay, nur noch diese eine Nebenaufgabe. Dann ist das schon soweit okay. Aber nö. Also irgendwas ist halt immer. Ne?
So, was gibt es jetzt hier? Waldgrüner Schal mit Schottenmuster. Das war es definitiv wert, dass ich hier Sachen weggeschmissen habe. Warum verdoppelt sich unser Inventar nicht, wenn wir einen Companion dabei haben? Das ist auch so ein bisschen schade. Wir werden schnell mit Ihnen fertig. Professor Hackett wäre stolz. In der Tat. Ich fände es richtig geil. Wir haben praktisch den Krieg erklärt. Ich fände es richtig, ich hätte es trotzdem richtig auch cool gefunden, wenn du hier wirklich, wie ich mir das gewünscht hatte eigentlich, ja, unter den ganzen verschiedenen Häusern, die Leute, die du anquatschen kannst, die Leute, die du hier nicht romanzen, aber quasi mit denen du näher zusammenarbeiten kannst, dass du dir da quasi so ein Dreiergespann zusammensammeln tust, wo du dann quasi im Trio rumläufst. Das hätte ich noch gut gefunden. Kommt vielleicht noch, keine Ahnung. Ja. Das wäre auch richtig schön Harry Potter-mäßig gewesen. Extreme Danger, okay, wir müssen da lang. Also gehen wir natürlich erstmal hier lang mit Lumos. Lumos. So, ganz viel Gelumpe, hinten eine Feuerschale. So, macht ein wenig Lumos. Licht. Payfarm kommt auch Anfang September. Meine Güte. Es kommen zu viele Spiele. Es ist zu wenig Zeit. Ich muss dringend in Rente gehen. Wann sollen wir eigentlich diesen ganzen Farming Game spielen? Ich hätte nicht genau, es ist schrecklich, ne? Also trotzdem, das was ich letztens schon gesagt hatte, für so zwischendurch, jetzt habe ich den Namen vergessen, irgendwas mit Moon, Dingsbums, hatte ich gepostet in Games auch. Das kann ich echt empfehlen. Das habe ich selber gut gesuchtet. So zwischen Stardew Valley und mit Warten auf Coral Island. Da spielt auch Yukari. Aktuell wieder ganz oft. Das kann ich echt empfehlen. Das hat viel für sich. Spinnen. Ganz viele Spinnen. Die Spinnen. Confringo. Hallo. Oh Gott, hat mich Sebastian gerade gerettet. Sehr anständig von ihm. Oh, falsche Taste. So. Okay. Ganz leise. Wir haben noch nicht eine Rune gesehen. Ich glaube, die Runen sind im Moment unser geringstes Problem. Wir haben noch nicht eine Rune gesehen. Unliebsame Ablenkung. Der nächste Kampf steht uns bevor. Warum bin ich nicht überrascht? Der nächste Kampf. Ja, cool. Okay, alle doch mal schön dehnen. Ja. Nichts ist schlimmer als eine Zerrung während des Kampfes. Gut. Hallo, wer will Fass gegen Kopf? Lass das! Ich finde das Kampfsystem richtig schön, ehrlich gesagt. Es geht locker flockig von der Hand. Wenn man einmal so drinne ist und seine Lieblingszauber hat, ja, finde ich gut. Eine Spinne kommt ja auch noch dazu, siehst du, Sachen gibt's. Ich glaube, ich wurde nicht. Kann es sein, dass ich nicht einmal getroffen wurde bis jetzt? In diesem Kampf. Finde ich super. Ja, ist ja okay. Wir sind noch nicht fertig. Ja, Aki, nicht so nah ran, bitte. Jetzt wurde ich getroffen. Ja, ich Angeber, ich weiß. Moment. Überleg grad, was ich gegen die Dicken mache hier.
Achso, der, die muss ich auch anzünden, ne? Das ist klar. Warte mal, Moment. Einen Moment, ich muss mich umsortieren. So, jetzt können wir weitermachen. Dankeschön. Ich finde das so lustig, wie er manchmal voll den Fokus verliert. Du tust die eine Spinne anzünden und würdest eigentlich gerne draufhauen, aber nein, er muss jetzt hier unbedingt die andere angreifen. Er muss dann unbedingt die kleine, nicht brennende Spinne angreifen. Geht gar nicht anders. So. Du bist nicht übel. Für einen Schlitter. Und hier haben wir wohl die berühmte Hufflepuff-Treue. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass sie sich gegenseitig belappen, was die Häuser angeht. Kann das sein? Ich glaube schon, ne? Das mit dem Kopf begraben ist ganz schön schwer, Immo. Mit dem Kopf begraben. Was? wo Kopf begraben? Was? Ich habe auch völlig vergessen, was ich sagen wollte. Irgendwas wollte ich sagen, keine Ahnung. Jetzt können wir uns endlich in Ruhe umsehen. Ach so, ja, die Challenges, ja, da kann ich nichts dafür. Die lese ich immer erst, wenn überhaupt, ne, wenn der Kampf angefangen hat. Und dann komme ich eben nicht mehr klar. Auf die achte ich gar nicht. Irgendwann tue ich ab und zu mal, aus Versehen so eine Challenge quasi lösen. Aber so wirklich darauf achten tue ich nicht. Raune benutzen wir gerade Kopf und Kopf begraben. Wie tut man denn den Kopf begraben? Verstehe ich nicht. Hä? Und wessen Kopf vor allen Dingen? Da oben ist auf jeden Fall eine Feuerrune. Wenn die so charged. Aha. Den Kopf begraben. Keine Ahnung. Dann muss der Zauber, der nach unten geht. Ach so, den habe ich tatsächlich für völlig nutzlos erachtet und habe ich den, glaube ich, noch nie wieder rausgesucht. So. Spinnennetze beseitigen. Sie sind irgendwie immer im Weg. Ich tue gerade das riesigste Netz der Welt abfackeln und wir sollten diese Spinnennetze abdingsen. Ein Runensymbol. Na endlich. Renrocks Anhänger haben es nicht erkannt. Endlich ein Runensymbol und zwar nicht das erste, die sind sogar mehrere. Okay, das müssten wir uns tatsächlich aber für den nächsten Stream aufheben, denn es ist jetzt schon nach 12, wollte ich gerade sagen, nach 11. Ich muss los. Dann muss der Zauber, der nach unten geht, machen. Dann geht die unter die Erde mit dem Korb. Okay. Da komme ich gar nicht zu. Bin viel zu sehr beschäftigt mit Ausweichen. Beziehungsweise dann mit Feuer eindecken und so. Juhet, dann. Ach, hätten wir wieder 2 Stunden Hogwarts Legacy hinter uns. Und so. Wir nähern uns langsam aber sicher dem Finale. Nehme ich einfach mal an. Unverhofft kommt oft, ich weiß nicht, kommt es mir bloß so lange vor oder lasse ich mir einfach bloß so viel Zeit? Wir sind bei 51 Stunden bei dem Spiel und ich bilde mir trotzdem ein, ich bin nicht gerade langsam. Ich mache halt die eine oder andere Nebenaufgabe nebenher, so wie ich das auch ganz generell gemacht hätte. Ich würde wahrscheinlich abseits vom Stream noch viel mehr einfach nur durch Hogwarts stratzen und halt diese Sammeldinger machen, ne? Einfach weil sie da sind. Weiß ich nicht. Und trotzdem 51 Stunden. Andere sagen, die sind nach 20 Stunden durch gewesen. Ich kann es nicht nachvollziehen, wie das geht. Ehrlich gesagt. Also jedenfalls nicht, ohne wirklich alles nebenher sein gelassen zu haben. Und ich bin trotzdem ziemlich stiefmütterlich, was so dieses ganze Viechersammeln angeht, da, was das Craften von Ausrüstung und so weiter angeht, habe ich mir noch nie weiter vorgenommen. Nicht ein bisschen. Ja, also noch so viel nebenher, was man machen könnte, dürfte, sollte, um dann vielleicht besser im Spiel voranzukommen. Aber auch da hatte ich tatsächlich aktuell mit dem Schwierigkeitsgrad noch keine wirklichen Schwierigkeiten. Also von daher, keine Ahnung. Über die Karte selbst, ich glaube, ich hätte tatsächlich erstmal generell die Karte mehr aufgedeckt. Haben wir halt auch nur gemacht, zu den Orten, wo wir aktuell hinwollen und hin müssen. Also deswegen, keine Ahnung. Ob ich zu langsam bin, ob ich zu viel quatsche, kann natürlich auch sein. Das kommt noch dazu. Ich quatsche einfach zu viel. Hat man natürlich auch nicht.
wenn man einfach nur so vor sich hin zockt. Okay, nichtsdestotrotz, dann vielen Dank fürs dabei sein. Ich hoffe, es hat gefallen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Morgen, wie gesagt, erst so gegen 21 Uhr. 2 Stunden, dann Core and the Five Pirates. Ja, ich musste das gerade nochmal nachlesen. Und am Donnerstag dann so gegen 21 Uhr. Auch, ja, werden wir sehen. Ich wünsche euch einen schönen Start in die neue Woche, beziehungsweise erstmal natürlich noch einen schönen restlichen Sonntag, einen schönen gechillten und dann gerne wieder morgen mit dabei sein und oder auch nicht oder am Donnerstag oder whatever. Tschüss und tschüss. Ja, kann ich gar nicht anders und besser so sagen. Tschüsseli und bis denne.